Yo Leute, Captain Sauerland ist wieder hier und damit willkommen zu diesem etwas anderen Tutorial. Denn heute werde ich euch wirklich Schritt für Schritt zeigen, wie ihr diesen Kollegen hier modelliert. Niemand anderen als Wally aus dem gleichnamigen Film. Nebenbei gesagt, wirklich ein guter Film. Die Wahl fiel auf ihn, denn er ist nicht allzu schwer zu rekreieren und bietet gleichzeitig viel Abwechslung, was die Geometrie angeht. So kann ich euch beispielsweise zeigen, wie man Objekte mit Curves verformt und daran aufreiht, wie man mit Proportional Editing saubere Rundungen modelliert oder wie man mit Extrude Manifold sehr einfach Teile eines Meshes entfernen kann. Davor sollte noch gesagt sein, um dieses Tutorial richtig nachverfolgen zu können, solltet ihr schon über ein gewisses Basiswissen verfügen. Solltet ihr euch noch unsicher sein, schaut gerne bei meinem Beginner-Tutorial vorbei. Geschwindigkeitstechnisch würde ich sagen, dass dieses Video schon einen guten Zug hat, also fühlt euch frei auch mal zu pausieren, solltet ihr das Ganze nachmodellieren wollen. Und ich denke, dann habe ich nicht mehr viel zu sagen, es geht los nach dem Intro. Ich befinde mich hier gerade in der Blender-Version 2.93. Das ist jetzt schon eine etwas ältere Blender-Version und dass ich die benutze, das liegt daran, dass ich einfach dieses Screencast Keys Add-on brauche und das gibt es einfach nicht für neuere Versionen. Zum Glück hat sich, was Modeling angeht, in den neueren Blender-Versionen eigentlich so gut wie nichts geändert. Das heißt, ihr solltet auch mit einer Blender-Version 3.0 oder 3.1 dieses Tutorial hier perfekt nachmachen können. Dann klappe ich das hier wieder ein. Und wir können auch schon beginnen mit dem Tutorial. Und was wir als allererstes brauchen, ist natürlich hier eine Vorlage. Und da habe ich mir so ein kleines Bild aus dem Internet von Wally gezogen. Finde ich ganz nett. Sollte alles gut zu sehen sein. Und das werde ich mir jetzt hier auf einen zweiten Monitor packen. Wenn ihr keinen zweiten Monitor habt, dann geht natürlich auch ein Smartphone oder Tablet oder irgendwas. Ihr werdet ja wohl irgendwas finden. Am Ende druckt es euch aus. Ihr müsst es nur daneben liegen haben, damit ihr eben immer die Proportionen und die Details euch anschauen könnt. Weil sonst kann das schon etwas schief gehen, wenn man das nicht so vor Augen hat. So, und dann fangen wir jetzt mal an. Ich ziehe nochmal kurz die Reference hier rein. Wir wollen nämlich mit diesem Zahnrad hier hinten starten. Und es ist immer wichtig beim Modellieren, dass man sich anschaut, wo gibt es Regelmäßigkeiten, wo kann ich etwas schlau mit Modifiern lösen. Und in diesem Fall ist natürlich so, diese Zacken hier oben wiederholen sich natürlich immer und laufen eben so im Kreis und da können wir doch was machen. Also wir fangen jetzt damit an, einen so einen Zacken zu modellieren. Und dafür brauchen wir als allererstes ein Plane und das kriegen wir mit Shift A, hier Mesh Plane. So, und das schauen wir uns jetzt von oben an mit Numpad 7, so, gehen dann auf den Edit Mode mit Tab und dann machen wir hier erstmal einen Loop Cut rein mit Steuerung R, so, damit wir dann hier oben, ich gehe mal auf den Edge Selection Modus mit 2, damit wir dann hier oben diese Kante hier eben rausziehen können mit E, so, die geht jetzt irgendwo hin, das ist jetzt ein bisschen blöd, deshalb drücke ich mal auf Y, dann geht das perfekt gerade nach oben. Und dann werde ich das Ganze mit S auch noch etwas nach oben zulaufen lassen, wie sich es eben gehört für ein Zahnrad. Damit sind wir auch schon fertig im Edit Mode, gehen wir also wieder in den Object Mode mit Tab. Und jetzt werde ich das Ganze etwas kleiner machen, denn die Zacken sollen jetzt nicht so übermäßig riesig werden. Fügen wir jetzt also als nächstes einen Kreis ein, an dem wir diese ganzen Zacken ausrichten wollen. Also Shift A, Curve und Circle. So, und jetzt werde ich hier auf diesen Zacken gehen, auf Array, damit wir hier ganz viele hintereinander kriegen und werde mal diesen Count hier etwas hochstellen, beziehungsweise ich mache hier einfach Fit Curve so. So, jetzt haben wir aber ganz wenige, was ja komisch ist, weil eigentlich sollte das ja jetzt diese ganze Kurve ausfüllen. Deshalb drücke ich hier mal auf Steuerung A und Apply Scale, denn wir haben das Ganze ja im Object Mode skaliert und damit jetzt eben das tatsächliche Objekt skaliert wird, müssen wir hier auf Apply Scale drücken und jetzt sieht das schon deutlich besser aus. Ich würde jetzt mal vorschlagen, hier oben auf den X-Ray-Modus zu gehen, denn jetzt sehen wir hier, hier zwischen sind überall noch Kanten und das ist jetzt nicht so ideal. Wir wollen ja praktisch, dass das ein Mesh wird und jetzt hier nicht ganz viele kleine Meshes nebeneinander. Dafür gibt es hier diesen Merge-Knopf, drücken wir den mal und jetzt verschwinden diese ganzen Kanten. Als nächstes sieht das natürlich noch nicht so rund aus, deshalb müssen wir hier mal kurz auf Curve und dann hier bei Curve Object unseren Circle auswählen und schon kriegen wir hier so ein Zahnrad. Durch den X-Ray sehen wir jetzt aber auch allerdings, dass das hier noch nicht perfekt funktioniert hat. Und die Lösung dafür wäre jetzt einfach, das Ganze mit S nochmal ein bisschen kleiner zu machen, so dass es hier perfekt andockt. Gut, dann können wir jetzt hier diese Modifier auch schon applyen, apply, apply und gehen wieder in den Edit Mode
Und jetzt müssen wir hier diese Stelle noch etwas bereinigen, denn das ist noch nicht so perfekt. Hier überlappen sich noch zwei Kanten, die sind noch nicht richtig verbunden. Deshalb würde ich jetzt mal einfach mit 1 in den Vertex Selection Modus gehen und dann hier mit meinem Box Selection Tool immer 2 auf einmal auswählen und mit M Add Center die beiden dann zusammenführen, also eben mergen, also nochmal M Add Center. So, und dass das Ganze jetzt geklappt hat, sehen wir jetzt daran, dass wir jetzt mit Ctrl R ganz einfach hier Loop Cuts reinmachen können. Da mache ich auch gleich mal einen hier hin. Wie verfahren wir jetzt weiter mit dem Zahnrad? Es braucht natürlich noch etwas Tiefe, würde ich sagen. Also wählen wir mal alle Faces hier aus mit A und extruden sie dann in Richtung Boden mit E. Einfach nach unten ziehen, so. Na, so tief muss es gar nicht. So ungefähr. Und jetzt würde ich mal wieder den X-Ray-Modus ausschalten, weil das ist hier jetzt nämlich gerade ungünstig. Als nächstes, wenn ich mir so die Reference anschaue, müssen wir mal wieder in die Ansicht von oben mit 7. Und dann holen wir uns mit C dieses Select Brush hier. Ich würde aber noch ganz gerne davor in den Face Selection Modus mit 3. Und jetzt wieder die Select Brush mit C. Die mache ich ein bisschen größer mit dem Mausrad, damit die hier passt. Und dann würde ich einfach mal hier diese Oberseite perfekt auswählen und mit E nach oben ziehen. So. Theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass man hier auch an der Seite noch so ein Bevel reinmacht für mehr Details, also 2. Und dann werde ich einfach mal nur diese Kante hier auswählen mit Alt und dann drücke ich auf die Kante. Und jetzt sieht man das vielleicht nicht so gut, aber diese ganze Kante ist jetzt hier orange. Jetzt kann ich Ctrl und B drücken und kann jetzt hier diese Kante eben ein wenig flacher machen, ein wenig abflachen, so. So einen ähnlichen Trick mache ich jetzt hier auch nochmal hier oben, um eine Erhöhung zu kriegen. Also ich gehe nochmal mit 3 auf den Face Selection Modus. Mit Alt drücke ich hier auf so ein Face und das ist leider der falsche Loop, den wollte ich nicht. Ich drücke nochmal drauf mit Alt, so das ist jetzt der richtige und den ziehe ich jetzt wieder mit E nach oben. So, wenn ich so auf meine Reference schaue, das sieht doch einigermaßen gut aus. Ich würde jetzt hier innen noch, wie machen wir das denn jetzt? Ich würde hier innen diesen Loop auswählen mit Alt und ihn löschen mit X, nur die Faces. Und jetzt machen wir folgendes, 2... Und nochmal Alt, das ist sehr hilfreich. Und jetzt können wir einfach hier oben auf Face und Grid Fill gehen. Und das ist jetzt nämlich echt praktisch, denn die ganze Fläche wird jetzt hier nämlich mit einem Gitter aus Vierecken gefüllt. Das ist super, ich gehe wieder auf 1. Jetzt wähle ich einfach den mittleren Punkt hier aus. Denn ich möchte jetzt in der Mitte so einen kleinen Berg, eine kleine Rundung reinkriegen. Wie ich das meine, zeige ich euch jetzt. Ich mache jetzt nämlich Proportional Editing hier oben an und wähle dann hier... Ich glaube, ich brauche Sphere auswählen. Genau, ich werde jetzt hier mal das Gimbal auswählen und jetzt einfach mal an diesem blauen Pfeil ziehen. Und ihr seht schon, was passiert. Aha, der Radius ist noch ein bisschen groß. Ich mache ihn kleiner mit Mausrad. So, Mausrad nach oben ziehen. Und ja, so, wie sieht es aus in der Reference? Ich kann mir nochmal anschauen. So, ungefähr so. Ich glaube, das kommt dem Ganzen schon ziemlich nah, würde ich sagen. Sieht auch schon mal gut aus, aber ganz fertig sind wir noch nicht. Wir haben hier nämlich noch so eine offene Rückseite. Um uns die richtig anschauen zu können, drücke ich auf 7, dann sehen wir wieder die Oberseite und dann auf 9, um die Ansicht um 180 Grad zu drehen. Und jetzt sehen wir hier eben die Unterseite. Der Unterschied ist, er ist gar nicht so groß, aber ich weiß, dass es die Unterseite ist. Das ist alles, was zählt. Wir wissen jetzt hier, dass hier ist ein großes Loch und das müssen wir füllen und dann nehmen wir wieder Grid Fill. Also Alt. Und das ist wieder der falsche Loop und dann nochmal Alt. Ja, und jetzt ist es der richtige Face und Grid Fill. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Man könnte jetzt hier noch mit der Span rumhantieren, wenn man wieder einen ähnlichen Look wie oben präferieren würde. Sowas hier in der Richtung. Aber ich fand das jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist eh die Rückseite, die sieht man eh nicht so oft. Und dann würde ich jetzt nochmal mit C nochmal hier, ich glaube nochmal Face Selection Modus so mit 3, und nochmal hier die ganze Rückseite auswählen. Ich gehe auf die Ansicht von vorne mit 1 und ziehe das Ganze noch ein bisschen runter mit E. Und jetzt haben wir hier auch schon unser Zahnrad fertig. Mit Tab geht es wieder in den Object Mode und irgendwie ist das Ganze hier noch so ein bisschen kantig und blöd. Und da gibt es einen tollen Knopf und zwar Rechtsklick Shade Smooth. Und ja, sieht doch schon viel besser aus. Natürlich nicht, das sieht katastrophal aus. Aber zum Glück gibt es hier die Rettung. In diesem Tab hier bei den Object Data Properties, da kann man auf Normals drücken und dann auf Auto Smooth. Und schon ist das Ganze wunderbar weich und geglättet. Gut, was sollen wir als nächstes machen? Schauen wir uns unsere Vorlage an. Und hier sehen wir, aha, eigentlich gibt es sogar 2 Zahnräder und man sieht die Rückseite doch ziemlich Mist. Hätte man die vielleicht doch ein bisschen schöner machen müssen. Egal.
Also wir brauchen ein zweites Zahnrad, was genau gespiegelt zu diesem Zahnrad eigentlich ist. Aber davor sollten wir das hier vielleicht erstmal aufrichten. Dafür gehe ich auf 1 für die Ansicht von vorne, drücke drauf und dann drücke ich einfach mal RY90. So, jetzt ist das Ganze perfekt um 90 Grad gedreht worden. Diesen Kreis können wir löschen, den brauchen wir nicht mehr. Und jetzt können wir das hier spiegeln. Aber davor würde ich erstmal in den Edit Mode gehen, so, und mit A alles auswählen. Dann wieder auf 1 für die Ansicht von vorne. Und dann, das Gimbal ist hier dafür ganz praktisch, das Ganze ein wenig zur Seite ziehen. Der Origin bleibt natürlich in der Mitte und anhand dieses Origins wird es jetzt auch gespiegelt werden gleich. Gehen wir hier auf die Modifiers und dann hier auf den Mirror Modifier. Problem ist nur, wir haben unser Objekt ja gerade gedreht und damit haben wir auch das lokale Koordinatensystem gedreht. Eine Möglichkeit wäre jetzt also hier einfach die Z-Achse statt der X-Achse auszuwählen, das würde perfekt funktionieren. Aber was irgendwie cooler ist, ist, wenn wir einfach wieder kurz auf Tab gehen in den Object-Modus, hier beides wollen wir natürlich nicht, und dann hier Steuerung A, Apply, Rotation, und jetzt funktioniert das Ganze mal auf der X-Achse auch, so wie wir es eigentlich wollen. Jetzt ist das Ganze gespiegelt, super, wir gehen wieder mit Tab auf den Edit-Mode. Und was mir jetzt gerade so auffällt, was man sich immer mal wieder anschauen muss, sind die Normals. Was sind die Normals? Naja, es geht um die Ausrichtung von den Faces. Manchmal sind die nach innen gekehrt, das macht manchmal keinen Unterschied, manchmal schon. Man will sie auf jeden Fall immer nach außen gedreht haben. Und ob das im Moment gerade so ist bei unserem Object, das werden wir uns mal anschauen. Also ich gehe mal auf Overlays, Face Orientation und das ist schlecht. Wenn es rot ist, heißt das, dass es schlecht ist. Allerdings ist es auch wieder gut, weil alles rot ist. Und wenn alles rot ist, dann kann man das Ganze sehr leicht ändern. Mit F3 erstmal. Ich meine, das gibt es auch in irgendeinem Untermenü. Aber ich werde jetzt hier einfach mal F3 benutzen. F3 wollte ich eh euch mal zeigen. Denn es ist immer gut, wenn man vergessen hat, wo irgendwas ist. Dann kann man einfach F3 drücken und das hier suchen. Und ich suche einfach mal nach Flip. Und da wird es mir auch schon angezeigt. Alt-N wäre der Shortcut dafür gewesen. Also nächstes Mal nehmen wir Alt-N, okay. Jetzt haben wir die Normals geflippt, alles ist blau, super. Wir können wieder dieses Face Orientation Overlay ausmachen, auch wenn es ganz cool war. Blau finde ich an sich ganz nett. So, und jetzt haben wir eben diese Zahnräder hier kopiert und das sieht auch gut aus. Wir gehen in den Object Mode und ich glaube, es ist langsam Zeit für die Kette. Auf die Kette freue ich mich schon die ganze Zeit, denn die ist sehr cool. Dafür brauchen wir einen Circle. Shift A. Curve, Circle, hätten wir eigentlich auch den alten nehmen können, aber naja. Wir gehen in die Ansicht von vorne und drehen das Ganze einmal um die Y-Achse mit RY90. So, jetzt gehen wir wieder auf die Ansicht von der Seite. Sieht man jetzt wenig. Ich mache das Ganze mal durchsichtig mit X-Ray. Jetzt sehen wir unseren Circle wieder und ich gehe in den Edit-Mode. Jetzt werde ich einfach mal, ich mache mal hier Snapping an, Snapping auch Rotating, damit wir das Ganze ein bisschen cleaner hinkriegen hier. Und jetzt werde ich mit G diesen äußeren Punkt nach außen verschieben und mit G auch diesen Punkt nach unten verschieben und jetzt mit G wieder diesen Punkt hier so hin verschieben. So und diesen Punkt nach oben. So, perfekt. Gut, hier zwischen brauchen wir eine Subdivision, also eigentlich brauchen wir überall Subdivisions, also ich wähle mal alle Punkte einfach aus. Na, obwohl, da brauchen wir keine, also ich wähle mal die beiden Punkte aus, Rechtsklick, Subdivide. Und die beiden auch, Rechtsklick, Subdivide. Und hier auch, Rechtsklick, Subdivide. So, und jetzt ziehen wir eben hier diese Punkte, die wir eben durch die Subdivision gekriegt haben, nach innen, sodass sich hier schon mal so ein Dreieck bildet. Dieser Punkt muss natürlich möglichst gerade sein. Er hier muss auch gerade sein, weil das liegt dann natürlich auf dem Boden auf. Er muss auch möglichst senkrecht stehen. So vielleicht ein bisschen noch nach vorne. Da darf noch ein bisschen mehr Platz sein. Hier oben eigentlich auch mit S das Ganze kleiner. Das sollte relativ gerade sein. Er sollte auch nach oben zeigen. So. Ich glaube, wir können es immer noch ein bisschen vergrößern. Also ich vergrößere mal alles mit S. Ziehe das Ganze mit G dann wieder hier hin. Jetzt muss das Ganze wieder angepasst werden. So. Soll ja auch schön aussehen, unsere Kette war. Ich finde es ganz gut. Ich finde es ganz gut. Ich glaube, so können wir es lassen. Kann man natürlich im Nachhinein noch alles verändern.
Wir gehen wieder in den Object Mode und jetzt müssen wir uns so ein kleines Kettenglied machen. Also Shift A, Plane. Und das ist jetzt hier so irgendwie, und damit wir das ordentlich bearbeiten können, werden wir Folgendes machen. Ich drücke auf dem Numpad auf den Schrägstrich, also das Geteiltzeichen. Und jetzt haben wir so eine fokussierte Ansicht, wo wir wirklich nur unser Objekt sehen. Wenn ihr die anderen wieder sehen wollt, müsst ihr einfach nochmal auf den Schrägstrich drücken. Und so könnt ihr eben hin und her wechseln. Finde ich sehr, sehr praktisch. Solltet ihr auf jeden Fall benutzen. Und jetzt gehen wir wieder mit Tab auf den Edit Mode Modifier. Und wir holen uns einen Mirror Modifier mit 7 in die Ansicht von oben. Wir skalieren das Ganze etwas kleiner, ziehen es ein wenig zur Seite. Ich glaube, das können wir wieder ausmachen. Hier das Snapping, das ist blöd. Clipping machen wir aber dafür an. Und wenn wir es jetzt zusammenziehen und wieder auseinander, dann kriegen wir hier so ein Rechteck. Das ist doch ganz gut. Sollte am besten so möglichst in der Mitte sein. Ich verkleine das etwas in Y-Richtung mit S, Y. Jetzt haben wir hier so eine stabile Leiste. Und die werden wir jetzt etwas unterteilen mit Loop Cuts. Also Steuerung R für einen Loop Cut hier. Den ziehen wir mal nach da. Jetzt machen wir mal was anderes als sonst. Wir drücken jetzt Steuerung B für Bevel. Und so können wir jetzt eben hier draus zwei Loop Cuts machen. Wunderbar, oder? So, und jetzt glaube ich, brauchen wir auch noch einen Loop Cut hier. Ich schaue kurz. Und hier. So ungefähr. So sieht es doch ganz gut aus. Und wahrscheinlich brauchen wir auch noch einmal großzügig hier. Und dann können wir hier wieder mit Bevel so. Wozu hier diese ganze Geometry? Naja, ihr werdet es gleich sehen. Hier glaube ich auch noch. Und hier noch. Denn wir wollen natürlich das Profil nachahmen, was Wally auf seinen Rädern hat. Und das können wir jetzt ganz einfach, indem wir hier diese Kante nach oben ziehen. Diese hier nach unten. Und diese hier auch noch nach unten und diese hier am besten auch noch nach unten, sodass es gerade ist. Dann gehen wir mit 3 in den Face Selection Modus, wählen diese Faces hier aus, denn hier ist nämlich ein Loch. Und mit X löschen wir diese Faces. Ich glaube, das sind die Löcher, wo dann die Zähne vom Zahnrad reinkommen. Ich glaube, ich habe es durchschaut. So, dann werden wir dieses Profil hier extruden, indem wir mit Shift alles auswählen. Ich sehe hier gerade, ist es noch nicht perfekt. Hier muss noch ein Loop Cut rein, so. Und jetzt können wir wieder auf 3 gehen und alles auswählen mit Shift und das Ganze nach oben ziehen mit E, sodass wir dann eben hier dieses Profil bekommen. Das sieht auch super aus. Jetzt gilt es, das Ganze natürlich noch nach unten zu extruden und dafür müssen wir jetzt hier die Ränder auswählen. Also Alt, um diese Kante auszuwählen, Shift Alt, um die nächste auszuwählen und wieder Shift Alt. Und hier, um das Innending auszuwählen, auch nochmal Shift Alt. Es sieht jetzt so aus, als wären hier Lücken, aber das kommt nur davon, dass hier ja noch was drüber ist. So, wir gehen auf die Ansicht von vorne mit 1 und mit E ziehen wir das Ganze nach unten. Das ist jetzt ein bisschen blöd, deshalb drücke ich Z, damit es nur nach unten gezogen werden kann. So, das sieht doch ganz gut aus. Die Rückseite ist aber leider noch leer. Und hier müssen wir uns jetzt wirklich überlegen, wie wir das Ganze füllen. Ich mache mal hier den X-Ray aus mit diesem Knopf. Theoretisch hätte man sich diesen Schritt wahrscheinlich einfacher machen können, indem man das Ganze einfach zuerst extruded hätte. Aber das wäre auch irgendwie langweilig gewesen, weil jetzt kann ich euch was Neues zeigen. Und zwar, wie füllt man denn jetzt hier so eine Fläche mit schönen Faces? Also schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Ein Grid Fill würde hier leider nicht funktionieren. Wir müssen also erstmal ein paar Kanten selber ziehen. Da gehe ich mal mit 1 auf den Vertex Selection Modus. Und das Offensichtliche, was man hier eigentlich zuerst machen muss, sind diese beiden Faces. Ich finde, die sind sehr klar. Also hier kann man einfach mal die 4 Punkte hier auswählen und dann F für ein Face. Und dann nochmal hier diese 4 Punkte und wieder F für ein Face. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie viele Loops gehen denn hier rum. Also ich zähle hier 1, 2, 3, 4 Subdivisions. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine neue Kante reinziehen, so, ich wähle mal die beiden aus mit F und jetzt müssen wir mit Rechtsklick Subdivide das Ganze 4-mal subdividen. So. Und jetzt können wir auch schon diese beiden Punkte auswählen und dann F. Und dann macht er uns hier automatisch ein Face rein und F, 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 F. Perfekt. Und das Ganze müssen wir jetzt einfach noch ein paar Mal machen hier. Also F, Subdivide 4 und F, Subdivide 4. Das können wir hier einfach F, 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 F. Und hier auch F, 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 F. Und genau das gleiche hier auch nochmal. Also es geht doch eigentlich relativ gut, oder? 4 Subdivisions.
F. Und F. So, jetzt haben wir das Ganze hier unten gefüllt. Es ist noch ein bisschen schief teilweise, aber ich finde, das passt schon. So, jetzt haben wir hier nach langer Arbeit so ein Kettenglied, aber irgendwie fehlt da noch was. Und zwar die Anschlussstellen für andere Kettenglieder. Die können wir uns natürlich gleich hinzufügen, indem wir einfach mal hier I für Inset und das Ganze dann rausziehen mit E. Und dann vielleicht ein bisschen kleiner machen mit SZ. Und vielleicht auch ein bisschen SX. So. Und hier an der Seite muss natürlich ein entgegengesetztes Teil platziert werden. Also ich gehe mal hier rüber und wieder I. Ihr seht es aber, das Ganze ist nicht so, wie wir das wollen. Wir wollen es natürlich über die ganze Länge gestreckt haben. Also drücke ich mal B. Jetzt sieht das so aus, wie wir das wollen. Und dann mit E kann ich das wieder rausziehen. S, Z, um das Ganze etwas kleiner zu machen. Mit 2 gehe ich in den Edge Selection Modus und dann ziehe ich hier nochmal diese Kante ein wenig rein, dass es auch irgendwie zusammenpasst. Wie gut das zusammenpasst, das werden wir gleich sehen. Wir gehen wieder in den Object Mode und jetzt wird es spannend. Numpad geteilt, um wieder alle Objekte sehen zu können. Da ist unser kleines Kettenglied, perfekt. Und jetzt müssen wir einen kleinen Stunt machen. Weil es ist jetzt nämlich so, wir könnten einfach mit diesem Kettenglied genau das gleiche machen wie mit diesem Zahnrad, dass wir einfach ein Array draufknallen und dann einen Curve-Modifier hier und dann hätten wir das alles an der Curve und das wäre alles schön und gut. Problem wäre, dass diese Kettenglieder sich dann verformen würden. An den Kurven würden dann also die Glieder oben größer und unten kleiner werden und das ist blöd, weil die sind ja aus Metall und das ist unrealistisch, dass die verziehen. Also was können wir da machen? Alles Gute startet ja mit einem Plane. Also Shift-A, Plane und auf dieses Plane kommt jetzt ein Array-Modifier. Relative Offset machen wir aus. Constant Offset machen wir an. Mit einer Z-Distanz von 1 Meter ungefähr können wir danach natürlich noch ändern. Fit Type kommt wieder natürlich die Curve zum Einsatz. Fit Curve. Und jetzt nehmen wir hier diesen Bezier Circle. Jetzt nehmen wir uns hier den Curve Modifier und wählen hier auch wieder unseren Bezier Circle aus. So sieht das Ganze jetzt aus und jetzt kommt der wirkliche Trick. Wir nehmen jetzt nämlich hier dieses kleine Kettenglied, mal schauen, ob wir es noch sehen. Ich kann es ja mal benennen, damit wir es nicht verlieren. Kettenglied. So, und jetzt passen wir auf, dass wir das Ganze noch ausgewählt haben, wenn wir jetzt mit Shift diese Planes hier oben auswählen. Und jetzt drücken wir Ctrl P, um dieses Kettenglied zu einem Kind von den Planes zu machen. Also Object. So, und jetzt sehen wir das auch nicht mehr, denn ist es jetzt unter diesem Plane 002. Hier sehen wir unser Kettenglied. Und das Tolle, was wir jetzt machen können, ist auf diese Planes zu gehen, dann hier auf die Object Properties und dann hier auf Instancing Faces. Und jetzt sehen wir hier bei jedem von diesen Planes ist so ein Kettenglied aufgetaucht, allerdings ist es noch falsch rotiert. Das können wir natürlich schnell ändern. Ich würde aber mal kurz diese Räder hier hiden mit H, also H, dann sind sie nicht mehr im Weg. Und jetzt können wir dieses Kettenglied kurz drehen. Ich würde vorschlagen RX90. Ja, das... die sind jetzt genau falsch. Das heißt RX180. Ja, okay, das sieht gut aus. Die sind jetzt so, wie sie sein sollen. Und jetzt müssen sie natürlich noch ein bisschen näher zusammen. Da müssen wir jetzt wieder auf unsere Planes und müssen die etwas näher zusammenrücken mit diesem Constant Offset. Näher zusammen brauchen wir eigentlich. So. Bis sie so richtig zusammenrücken. Jetzt haben wir natürlich so viele Planes, dass wir unsere Kettenglieder nicht mehr sehen. Das können wir natürlich beheben, indem wir hier auf die Object Properties gehen, Show Instancer und dann machen wir den einfach aus. Jetzt haben wir unsere nervigen Planes gar nicht mehr im Blickfeld hier. So, irgendwie sieht das schon ganz gut aus. Nur ein gewisses Problem habe ich noch und zwar müssen diese Kettenglieder eigentlich viel größer sein und auch irgendwie breiter. Also breiter geht ja relativ einfach, da mache ich einfach mal hier SX und dann wird das Ganze deutlich breiter. So vielleicht irgendwie so. Aber größer brauchen wir auf jeden Fall auch, vielleicht ein bisschen schmaler noch so. Aber wir brauchen auf jeden Fall auch größer und da werde ich einfach mal S drücken und jetzt brauchen wir aber wieder mehr Constant Offset. Wie groß das jetzt genau sein muss, das sehen wir natürlich nur, wenn wir uns die Zahnräder auch anschauen. Also gehe ich mal wieder auf Alt-H, um uns wieder die Zahnräder anzuzeigen. Das kann also noch ein bisschen größer. Ich gehe wieder aufs Kettenglied. Aufs Kettenglied habe ich gesagt, so.
mit S doch noch ein bisschen größer. So diese Zähne hier, dass die perfekt passen, das erwarte ich gar nicht, aber die sollten ungefähr hier so drin sein und es sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen an der Stelle. Also lassen wir es so. Und jetzt müssen wir ein weiteres Mal nochmal das Constant Offset hier betätigen, um die wieder etwas auseinander zu kriegen, weil sie sind natürlich viel zu nah aneinander jetzt gerade im Moment. Aber so sieht es doch ziemlich gut aus. Doch, ich würde es so lassen. Aber wir lassen jetzt auch mal diese Modifier hier. Sonst können wir hier nicht diesen coolen Effekt machen. Ich drücke ihn mal GZ. Wenn wir jetzt nämlich hier dieses Play 002 hoch und runter schieben, dann seht ihr, bewegt sich die Kette. Ist das nicht toll? Ich breche es mal wieder ab mit Rechtsklick. Lenken wir uns jetzt aber nicht weiter ab. Wir haben noch viel zu tun. Man muss allerdings sagen, dass die nächsten Räder, die hier noch reingehören, ziemlich langweilig sind. Die würde ich nämlich einfach ganz popelig mit Cylinders machen. Also ich zeige euch das mal kurz, wie ich das meine. Shift-A, Mesh, Cylinder. Jetzt haben wir hier einen Zylinder, sieht man schlecht. Mache ich mal X-Ray an. Dann Tab. Wir drehen das Ganze einmal 90 Grad. Natürlich hätte ich wieder eher 90 machen können, aber ging jetzt auch so. Und dann skaliere ich das Ganze etwas kleiner mit S. 1, nee, 3 in dem Fall. Tab, um wieder in Object Mode. Ich ziehe das Ganze hier in die Ecke, wo es hingehört. Tab, S. Und ja, das sieht auch ganz gut aus. Jetzt können wir noch ein paar Details reinmachen. 3, so I. Und dann E. Und dann I. Und dann E. Und der Sauberkeit halber machen wir hier ein Grid rein. Also X, um dieses N-Gon zu löschen. Faces. Dann 2. Alt. Alt wollte ich drücken. Alt. So. Face. Grid Fill. So, dann haben wir ja schon mal ein so ein Rad und das können wir jetzt eigentlich auch gleich kopieren, würde ich sagen. Naja, die Rückseite, natürlich, wir wollen hier keine N-Gons, X, Faces, 2, Alt, Face, Grid Fill. So, das Ganze kopieren wir jetzt nochmal, 3, Tab, Shift, D, um ein Objekt zu kopieren. Und ich werde es mal nach oben ziehen. Das Ganze muss noch ein bisschen kleiner, also Tab, A, S, um das Ganze zu verkleinern. Jetzt ist das natürlich auch auf der X-Achse geschrumpft, was wir eigentlich nicht wollten. Können wir aber gleich ändern. 1, X-Ray wieder. Und ja, ich werde es jetzt einfach mit GX hier an seine Position bringen und hier wieder diese Vertices auswählen und nach hinten ziehen. Tab, um wieder aus dem Edit-Mode rauszukommen. GZ, um das Ganze ein bisschen nach oben zu schieben. So, und wieder raus aus dem X-Ray. Jetzt haben wir hier unsere beiden Rollen. Sehen noch gar nicht so schlecht aus. Und jetzt können wir noch, naja, noch eine Rolle können wir einfach schnell bewerkstelligen, indem wir wieder 3 Shift-D und hier noch so eine kleine Rolle hinmachen. Ich meine, das schadet ja nicht, schnell was kopieren, das geht ja schnell. Ja, ich glaube, die hier müssen ein bisschen weiter nach hinten. Ich schiebe die mit GX ein bisschen weiter nach hinten. Und dafür die ein bisschen weiter nach vorne. GX. Ja, um die Rückseite kümmern wir uns erstmal nicht, oder? Okay. Und hier ist noch so ein technisches Bauteil. Das können wir auch schnell nachahmen mit Shift A. Ich würde hier nicht so krass auf die Details gehen, aber wir nehmen uns mal einen Cube. 3. G. G. Tab. S. So, was sind jetzt hier die wichtigsten Details? SY, der läuft irgendwie so ein bisschen spitz zu, also würde ich einfach mal die Oberseite hier nehmen und SY und irgendwie, ich glaube hier in der Mitte ist es ganz gut, wenn ich hier einfach mal Loopcut reinmache. So, und dann Ctrl B, das sieht glaube ich ganz gut aus, R, Ctrl-R, Ctrl-R, so. Und jetzt würde ich einfach mal wieder aus dem X-Ray rausgehen, die oberen Faces löschen, X-Faces, Faces, 2 und jetzt das Ganze hier zumachen, F, so, F und die auch nochmal auswählen. F. Jetzt habe ich hier irgendwie so ein Ding. Ist nicht 1 zu 1 wie im Original, aber
Füllt auf jeden Fall hier diesen Raum aus. Würde ich sagen, das ist die Hauptsache. Von weit weg sieht es auf jeden Fall detaillierter aus. Und das ist doch alles, was zählt. Auch wenn hier noch ein paar Details fehlen, ist es, glaube ich, erstmal an der Zeit, uns anderen Sachen zu widmen. Aber davor will ich hier nochmal ganz schnell hier auf Smooth gehen. Shade Smooth. Und dann hier auf Auto Smooth. Das sieht immer gut aus. Geht auch schnell. So Shade Smooth, Auto Smooth. Smooth, smooth. So, und jetzt haben wir das Ganze auch noch ein bisschen glatter gemacht. Gut, aber bevor wir jetzt damit fortfahren, weiter fleißig Objekte hier hinzuzufügen, sollten wir vielleicht hier mal oben etwas aufräumen. Denn hier sehen wir ganz viel Cube, Cylinder, Cylinder, Plane. Man hat keine Ahnung, was ist hier irgendwie an der Stelle. Deshalb würde ich einfach mal auf die einzelnen Sachen draufdrücken und das Ganze benennen. Also das hier ist doch Zahnrad. Das hier ist Kette. Was ist das hier? Rolle? Rolle 3. Das hier ist Rolle 1, weil die ist am größten. Rolle 1. Ich glaube, man kann auch einfach F2 drücken. Ja, genau. Gut, man müsste gar nicht da oben im Outliner schauen. Stimmt. Wir machen ja am liebsten alles mit Shortcuts. Also das wäre der Shortcut. Gehen wir mal hier auf die Rolle 2, F2. Und dann können wir das ganze Ding einfach Rolle 2 nennen. Super. Haben wir jetzt alles benannt? Hier, nee, dieses komische Plane 5 haben wir nicht benannt, aber ist auch egal. Und hier die Bezier Curve. Ich glaube, die Bezier Curve kann hier noch ihren Namen behalten. Aber hier kriegt auch noch einen anderen Namen. Und zwar heißt er einfach Detail. Ja, genau. Sehr guter Name. So, und zum Abschluss würde ich diese ganzen Sachen nochmal zusammen parenten. Denn im Moment kann man ja diese ganzen Sachen irgendwie nur einzeln bewegen. Das ist ein bisschen blöd. Ich würde gerne ein Objekt haben, was alle anderen Objekte mitbewegt. Und ich glaube, diese großen Räder bieten sich einfach gut dafür an, weil die sind einfach so groß, kann man einfach gut draufdrücken. Die Kette geht leider nicht, denn wir wissen ja, alles, was wir hier als Kind von dieser Kette machen, wird automatisch zu einer Instanz. Und das ist blöd, weil wir wollen jetzt hier nicht 1000 Zahnräder hier an dieser Kurve aufgereiht haben. Deshalb werde ich dieses Zahnrad hier nehmen, werde alle anderen Objekte auswählen mit Shift, als letztes die beiden großen Zahnräder und dann Steuerung P. Object. Und jetzt haben wir hier einfach nur noch unser Zahnrad. Achso, die Kurve natürlich auch noch. Hier im Outliner funktioniert das komischerweise andersrum. Also Shift auf das Zahnrad und dann den Bezier Circle. Und jetzt Steuerung P und dann Object. Und jetzt ist er auch damit geparented. Und jetzt können wir das Ganze, Hilfe, falsches Objekt. Jetzt können wir das hier nehmen und G und jetzt durch die Gegend bewegen. Und es ist perfekt und super und schön. Und ich sehe gerade irgendwie, dieses Kettenglied hier, das muss noch gehidet werden, weil es sieht zwar irgendwie als Achse ganz lustig aus, aber hat da nicht wirklich einen Zweck. Und jetzt ist das auch weg. Jetzt können wir doch einfach mal das Ganze nehmen mit 1 und G, X und das Ganze zur Seite schieben, um hier Platz zu machen. Ordentlich Platz für unseren Körper. Und dafür brauchen wir erstmal, ich würde sagen, wir fangen an mit einem Cube, oder? Der ist doch so cubeförmig, da hilft es doch mit dem Cube anzufangen. GZ, um das ganze Ding in Position zu bringen. Tab für den Edit Mode und dann skalieren wir das Ganze einfach mal ein bisschen größer. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass es nicht zu groß wird. Das sieht zu groß aus irgendwie. Das ist einfach viel zu groß. So, jetzt müssen wir es gut treffen von den Proportionen, sonst sieht es blöd aus am Ende. Natürlich kann man es am Ende nochmal skalieren. Aber das ist auf jeden Fall zu groß. Da bin ich mir sicher. Ich glaube, es muss auch ein bisschen flacher. SZ. So GZ. Jetzt sieht es wieder zu klein aus. S. Aber ich glaube, diese Ketten müssen noch ein bisschen näher ran. Also Tab für den Object Mode, wir nehmen das Zahnrad GX und ziehen es wieder ein wenig ran. Fast, würde ich sagen. Ich glaube, ein bisschen größer, ein bisschen höher und dann haben wir es eigentlich. 3GZ. Man kann ja auch die einzelnen Faces hier nehmen, wenn man in verschiedene Dimensionen kleine Änderungen machen will. Ich belasse es jetzt mal hierbei, oder? Ich glaube, vielleicht muss es noch ein bisschen. Vielleicht muss es noch ein bisschen hoch. GZ. So, jetzt aber. Jetzt lasse ich es. Jetzt lassen wir es so. Als erstes machen wir hier vorne ein paar Details rein.
mit dem Loop Cut. Aber ach, bevor wir irgendwas hier anfangen, natürlich ein Mirror Modifier, weil das Ganze ist weitgehend symmetrisch und überall, wo wir einen Mirror anwenden können, nehmen wir natürlich auch einen. Also hier Mirror. So, den Effekt sehen wir jetzt natürlich nicht, deshalb nehmen wir mal dieses Face hier, ziehen es hier zur Seite, löschen es dann aber auch gleich, denn wir wollen hier kein unnötiges, unsichtbares Face in der Mitte haben. Alt und jetzt wählen wir die wieder aus, ziehen sie wieder zusammen und Clipping wäre auch noch ganz gut, damit die auch zusammenhalten. So, und jetzt können wir auch schon anfangen, ein paar Details zu adden und die werden jetzt einfach rübergespiegelt, was sehr praktisch ist. Also Steuerung R, wir ziehen das Ganze nach unten. Und jetzt glaube ich, brauchen wir hier nochmal eine Loop Cut Steuerung R. Hier unten sind nämlich so ein paar Details, die will ich jetzt nämlich gerade in Angriff nehmen. So. Ich glaube nämlich auch Steuerung R. Hier ein Loop Cut wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Jetzt können wir ja schon mal Folgendes machen. Wir können hier die Kante etwas abflachen. So, ich glaube, das ist relativ originalgetreu. Steuerung R, um hier nochmal einen Loop Cut hinzukriegen. So. Jetzt 3. Und jetzt wählen wir die unten hier alle aus. Müssen wir vielleicht hier diese Kette verstecken. Aber wir können natürlich auch einfach stattdessen auf Numpad geteilt drücken. Und jetzt verschwindet das E. Also perfekt. So, dann können wir uns hier weitermachen, das hier unten auszuwählen. Ich war ja eigentlich schon gerade dabei. Und das Ganze wird hier mit Alt-E extruded, hat einfach den Sinn, dass wir hier einfach extrude faces along normals machen können, was genau das ist, was wir jetzt wollen. So, und welches Detail kommt als nächstes? Hier, Ctrl R, hier ungefähr auf der Höhe gibt es hier noch so einen Einschnitt irgendwie, wo sich was ändert, detailmäßig. Hier oben passiert auch was, hier kommt auch ein Loop Cut hin. So, jetzt haben wir hier vorne dieses Panel. Das werden wir hier mal isolieren mit Steuerung R und hier ungefähr so groß ist das. Und hier vorne drin, hier an der und an der Stelle, sind ja im Original solche Lücken. Ich zeige euch das mal kurz hier. Diese meine ich hier. Was weiß ich, warum die da sind, aber wir müssen sie natürlich 1:1 replizieren. Was machen wir denn jetzt? Wir können jetzt nicht einfach hier so ein Stück rausnehmen. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir können jetzt hier nicht einfach so ein Stück rausnehmen. Naja, eigentlich schon, aber es ist ein bisschen komplizierter. Also zuerst müssen wir hier bei dem Snapping mal auf Vertex gehen. Das macht es deutlich einfacher. Und dann müssen wir jetzt hier diese Region an Faces auswählen, die wir dann am Ende nach hinten fahren wollen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch Alt-E und dann Extrude Manifold drücken. Und weil das jetzt noch die falsche Achse ist, dann noch Y, weil wir es in Richtung Y-Achse machen wollen. Und jetzt gehe ich auf diesen Punkt, auf diese Abzweigung hier und schaue, dass da eben dieser orange Kreis kommt, dass wir eben sehen, dass es hier gesnappt hat, wegen unserem Snapping. Und wenn das passiert ist, kann ich einfach schon Enter drücken, beziehungsweise einfach linke Maustaste und dann ist das Ganze hier nach hinten reingefahren worden. Allerdings haben wir hier noch ein bisschen so ein blödes Face. Ich mache das hier mal wieder aus, bevor ich es vergesse. Aber das können wir auch einfach löschen mit Entfernen hier Faces. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier richtig funktioniert hat. Ich drücke mal Steuerung R und schaue, aha, hier ist ein Loop Cut möglich. Wir wollen hier aber gerade gar keinen haben, aber es wäre einer möglich. Und das heißt, dass hier die Geometrie sauber ist, dann ist doch alles super. Ich würde jetzt aber hier diese beiden Faces noch nehmen und nach hinten reinziehen, damit es hier eine gerade Fläche wird. Dann sieht das hier doch auch schon mal besser aus. Als nächstes dann wieder ein Loop Cut mit Steuerung R. Den ziehen wir hier mal rüber. Und ich sehe hier, der knickt so ein bisschen ab. Das ist mit dem auch schon passiert. Deshalb würde ich den einfach mal gerade machen mit SY0. So. Und ja, den ziehen wir jetzt einfach mal mit Doppel-G. Können wir den hier mal ein bisschen durch die Gegend ziehen. Ich würde sagen, wo passt er denn hin? Da ist leider der Arm im Weg in der Reference. Deshalb sehe ich das nicht so gut. Aber vielleicht so hier. Und jetzt ziehen wir hier diese hintere Kante etwas nach unten. Eigentlich wollte ich Steuerung so. Und das Ganze geht nach unten. So. Und jetzt können wir gleich, glaube ich, wieder Extrude Manifold einfach machen. Weil es uns ja eben gerade so gut gefallen hat. Ich mache das immer wieder an, das Snapping. Dann 3 für den Face Selection Modus. Wir wählen hier diese Faces an der Seite aus. Und dann machen wir wieder Alt-E, Extrude Manifold, diesmal in X-Richtung bitte.
Und hier bitte snappen. Perfekt. So muss das auch sein. Enter hätte ich gar nicht mehr drücken müssen, glaube ich. Und dieses Face muss natürlich wieder gelöscht werden. Zack. Ah, hier hat auch irgendwas nicht ganz geklappt. Ja, jetzt haben wir so ein Problem. Da hatte ich auch davor schon Angst, dass das passiert. Dass wir hier einfach eine Lücke haben zwischen den Edges. Das ist natürlich super blöd. Die können wir jetzt aber zum Glück auch ziemlich schnell beseitigen, indem wir hier einfach die beiden Kanten, die gemeint sind, auswählen. Und dann M und dann Merge by Distance. Vielleicht müsst ihr hier bei dem Regler noch etwas rumstellen, aber bei mir war er eh schon relativ hoch eingestellt. Und jetzt vereinigen sich diese beiden Kanten. Das ist doch gut. Das sieht doch ganz gut aus. Ich würde noch ein paar kleine Details verändern, wie zum Beispiel würde ich das hier ein bisschen nach vorne ziehen vielleicht. Beziehungsweise ich würde sogar hier vorne nochmal hingehen und die beiden vorderen Faces eh nach vorne rausziehen. Aber natürlich in Richtung Y-Achse so. Und dann würde ich hier dieses Display auch nochmal rausziehen, E. Genau, und vielleicht kann man nochmal mit I das so ein bisschen insetten. Weiß nicht, ob das cool ist, nochmal E. So, ich glaube, das sorgt für ein paar ganz coole Details. Und jetzt würde ich hier einfach nochmal einen Loopcut reinmachen. Und dann hier so eine kleine Delle oder irgendwie so, so eine kleine Imperfektion. So irgendwie. Und vielleicht hier an der Seite auch nochmal. Sieht natürlich etwas weniger authentisch aus, wenn das Ganze 1:1 zur anderen Seite gespiegelt wird, aber es ist ja eh sehr subtil, also würde ich sagen, passt das schon an der Stelle. Und irgendwie so beim Anschauen hatte ich gerade noch das Gefühl bekommen, dass wir irgendwie diese Kante hier noch ein bisschen nach vorne schieben sollten, weil das hier auch so ein bisschen tief sitzt irgendwo an der Stelle. Also die Einkerbung im Original ist definitiv nicht so tief, deshalb würde ich jetzt einfach nochmal 3 drücken, diese beiden Faces hier auswählen, dann nochmal 2 und dann hier diese Kante auswählen und jetzt einfach mal auf die Rückseite gehen, wo endet denn die Kante, hier geht sie lang, ungefähr bis hier und dann Steuerung, das Ganze auszuwählen, sieht gut aus, wir gehen Mitte 7 auf die Ansicht von oben und ziehen die Kante in die gewünschte Richtung, blöderweise haben wir vergessen hier einen Punkt auszuwählen, also nochmal Steuerung Z und dann hier noch diese beiden Kanten, stimmt, wichtig und jetzt nochmal 7 und das Ganze nach unten. So. So, und damit würde ich es jetzt tatsächlich auch schon mit dem Körper belassen. Wir gehen mal wieder zurück in den Object Mode und schauen uns an, wie das Ganze mit den Ketten aussieht. Aha, das sieht doch ganz gut aus. Natürlich wieder altbekannt, Shade Smooth und dann hier wieder Auto Smooth bei den Normals. So, ja, hat jetzt tatsächlich an den meisten Stellen gar nicht so viel gebracht. Theoretisch kann man ja beim Auto Smooth auch hier diesen Winkel ein wenig hochdrehen, so bis er dann auch endlich unsere Kanten weich macht. Boah, jetzt sind unsere sehr eckigen Kanten auch endlich richtig weich. Dann würde ich noch sagen, umbenennen, wichtig, F2. Wir benennen das oben in Bauch. So, damit nimmt das Ganze doch auch schon Form an. Aber apropos Form, mir gefällt die Form hier oben noch nicht so gut. Ich muss hier noch eine kleine Änderung machen, habe ich gerade gesehen. Hier hinten noch einen kleinen Loopcut. So. Denn hier hinten, wie konnte ich das bloß vergessen, hier oben geht natürlich so ein Rahmen lang. So, Steuerung und dann E, um das Ganze hochzuziehen. Hier so ein Rahmen. Ich glaube, das gibt dem Ganzen nochmal deutlich mehr Charakter. Und wo wir auch gleich dabei sind, können wir hier oben noch dieses Loch reinmachen. Steuerung R. So, da wo dann am Ende die Kamera rausguckt. Wir gehen auf 3 und ziehen das Ganze runter mit E. So ein schönes tiefes Loch. Jetzt sind wir aber auch endlich fertig mit dem Body und können uns jetzt den Armen widmen. Und wenn man sich den Arm mal so anschaut, dann merkt man, der hat eine ziemlich ungewöhnliche Form. Also der ist ja so einem Hydraulikzylinder nachempfunden und ist hier vorne so rund, dann an der Seite hier wieder flach und da hinten ist ja dieses Gelenk, da ist es wieder rund. Und beim Modellieren stellt einem das schon vor eine Herausforderung. Also was jetzt, sag ich mal, die verlockendste Möglichkeit wäre, wäre einfach zwei Zylinder hier ineinander zu stecken. Aber das machen wir hier natürlich nicht, weil dann hätten wir irgendwie Hidden Faces und schlechte Geometry. Und es wäre auch wirklich nicht im Sinne dieses Tutorials, aber funktionieren würde es wahrscheinlich trotzdem. Wir schauen uns eine bessere Möglichkeit an, die auch gar nicht so schwer ist. Vertraut mir da. Dazu fügen wir als erstes hier einen Zylinder ein mit Shift A, Mesh Cylinder, genau. Schauen wir uns an, mit Numpad geteilt, 1 für die Ansicht von vorne. Dann packen wir uns gleich einen Mirror Modifier drauf. Hier Mirror, ein Z-Mirror brauchen wir. Wir wollen es, dass das Ganze von oben nach unten gespiegelt wird eben. Und dann gehen wir mit in den Edit Mode.
GZ, um das Ganze nach oben zu schieben. Proportional Editing ist noch an, manchmal aus. Und jetzt müssen wir kurz aufpassen, denn hier unten ist ein Hidden Face, beziehungsweise es wird gleich zum Hidden Face, wenn wir das hier nach unten schieben. Deshalb würde ich das Ganze erstmal hier auswählen und löschen. So, dann haben wir das schon mal beseitigt. A und dann GZ, um das Ganze wieder nach unten zu schieben. Und Clipping ist noch nicht an, deshalb würde ich das jetzt nochmal schnell anmachen. GZ. Und jetzt schieben wir das Ganze so ein bisschen nach unten. Ich glaube, so passt es. Eins für die Ansicht von vorne und wir machen einen Loop Cut rein mit Steuerung R. So und ziehen das Ganze so ein bisschen nach unten. So, ich glaube, so passt das Ganze. Wie machen wir es also hier so eine Kurve rein? Wie machen wir es jetzt so rund, dass wir hier was Rundes rausziehen können? Eigentlich ist es relativ einfach. Wieder Ansicht von vorne. Und jetzt wählen wir einfach nur diese Kanten aus, die am Ende zu unserer Rundung gehören sollen. Also hier die ungefähr. Ja, vielleicht die auch noch. Ich glaube, ja doch. Die auch noch? Vielleicht die auch noch? Ja, ich glaube die schon noch. Und dann machen wir folgendes. Steuerung I, um alles andere auszuwählen, also um die Auswahl zu invertieren. Und dann H, um diese ganzen anderen Sachen zu hiden, zu verstecken. Dann haben wir hier nur noch unsere kleine Linie. Und die können wir jetzt mal auswählen und nach unten schieben mit GZ. Aber vielleicht nicht zu weit nach unten. Vielleicht so. Und dann machen wir hier wieder Proportional Editing an. Wir werden in den Vertex Selection Modus gehen und dann hier an der hintersten mal anpacken und die nach oben ziehen mit GZ. Und hier den Einflussradius mit dem Mausrad noch ein wenig nach oben verstellen. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie hoch das sein muss. Deshalb kann ich nochmal kurz Alt-H drücken. Vielleicht ist es sogar schon ein bisschen zu hoch, kann ich mir vorstellen. Also nochmal Steuerung Z, dann verschwindet alles wieder und dann hier das Ganze noch ein bisschen tiefer vielleicht machen. So. Oder so, so. Jetzt nochmal Alt-H. Ja, ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Man kann jetzt natürlich noch manuell hier irgendwie ein bisschen was rummachen, irgendwie hier die ein bisschen nach unten schieben oder so. Aber ich glaube, das passt schon. Wir schauen das Ganze von vorne an, Face Selection Modus. Und dann wählen wir hier alles aus, was wir rausziehen wollen. Shift und zack. 7 für die Ansicht von oben. Dann E, Y, um das Ganze nach vorne rauszuziehen. So. Und dann S, Y, 0, um die Fläche hier vorne flach zu machen. Und schon haben wir das rausgezogen. Und es sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und es ist alles gute Geometry hier. Das ist doch die Hauptsache. Nur hier das oben ist natürlich noch ein N-Gon. Das können wir aber auch gleich jetzt beseitigen, bevor uns das noch länger stört. Also kurz mal I für Inset. Und dann ziehen wir das Ganze nochmal nach unten mit E. Löschen dann dieses Face, Faces. So und gehen wieder auf den Edge Selection Modus. Und wählen damit Alt das hier aus. Face, Grid Fill. Passt. Super. Jetzt brauchen wir noch diese Aussparung hier an der Seite. Geht auch ganz einfach, indem wir hier einfach die Faces, die ausgespart werden sollen, auswählen. Hier an der Seite, Steuerung, X, Faces, so. Und jetzt müssen wir natürlich das hier noch füllen irgendwie. Geht aber auch nicht so schwer. Wir machen hier erstmal das Offensichtliche. Dieses Face von hier nach hier sollte gefüllt sein. F. Und jetzt machen wir hier drin wieder ein Grid Fill. Alt, um den Loop auszuwählen. Und jetzt interessiert einen vielleicht, wird jetzt ein Grid Fill funktionieren? Weil manchmal funktioniert er nämlich nicht. Und ob der funktioniert oder nicht, das hängt vor allem damit zusammen, ob ein Loop eine gerade Anzahl von Punkten hat. Woher wissen wir jetzt, ob dieser Loop eine gerade Anzahl von Punkten hat? Naja, wir können nachzählen, wir können aber auch hier unten schauen. Wenn ihr diese Anzeige hier nicht habt, dann könnt ihr einfach Rechtsklick auf diese Leiste hier unten machen und dann hier einen Haken bei Scene Statistics machen. Dann habt ihr auch diese Leiste hier mit Vertices 19 von 208. Das heißt in dem Fall, dass unser ganzes Mesh 208 Vertices hat und wir im Moment 19 ausgewählt haben. 19 ist keine gerade Zahl, das heißt Gridfill wird jetzt nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen hier nochmal kurz einen Loopcut reinmachen, da jetzt können wir nochmal mit Alt diesen Loop hier auswählen. Und dann Face Gridfill machen. Die Span würde ich mal vielleicht ein bisschen ändern, damit wir ein bisschen schöneres, bisschen saubereres Ergebnis kriegen. Ich finde, das sieht ganz gut aus und dabei belassen wir es jetzt und machen hier an der Vorderseite weiter. Hier gibt es nämlich auch noch ein bisschen was zu tun, denn im Original gibt es hier ein Loch, wo dann letztendlich das Handgelenk drin steckt. Das würde ich jetzt auch noch mal ganz gerne versuchen zu replizieren.
Und im Sinne des Tutorials möchte ich euch ja viele verschiedene Werkzeuge zeigen, deshalb werden wir das jetzt hier nicht mit Proportional Editing machen, sondern mal ausnahmsweise mit dem Knife Tool. Ist auch ganz cool. Ansicht von vorne mit 1. Und jetzt machen wir folgendes, wir drücken einfach K. Jetzt haben wir dieses Knife und jetzt können wir einfach hier überall, wo wir wollen, Edges reinmachen. Ist eigentlich wirklich eine ganz coole Sache. Muss man aber auch schauen, dass man jetzt sich hier irgendwie keine 10-Ecke macht, sondern natürlich brauchen wir im besten Fall 4-Ecke. Also fangen wir mal hier an. Ich würde jetzt einfach mal so einen Kreis hier reinmachen. Hoffentlich wird es kreisförmig. So. Hier haben wir jetzt schon ein N-Gon. Das müssen wir gleich beseitigen. Irgendwie. Wie sieht denn so ein Kreis aus? So. Also hier, glaube ich, muss ich schon wieder runter. Zack. Ja, es ist. Die Kreisförmigkeit hält sich in Grenzen. Aber ich glaube, das sollte eigentlich schon mal passen. Hier jetzt. So, hier haben wir natürlich noch einen N-Gon und hier haben wir einen N-Gon, aber das hier kriegen wir ziemlich einfach weg mit K einfach und dann machen wir hier nochmal eine Ecke rein und dann sieht es auch gut aus. So, wie kriegen wir das jetzt hier weg? Das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass wir es wegkriegen, indem wir hier einen Cut reinmachen und dann müssen wir hier diese Edge nochmal subdividen. Subdivide. Jetzt ist das hier auch nochmal ein Viereck und dann können wir diesen Kreis nochmal wieder ein bisschen anpassen, den wir uns hier reingemacht haben, dass er vielleicht auch wirklich kreisförmig aussieht, der ist nicht so, wie er gerade im Moment aussieht. Hier, das muss auf jeden Fall noch ein bisschen steiler werden. Vielleicht hier das noch ein bisschen rein. Proportion Editing ist noch an, ist jetzt in dem Fall nicht so schlimm, ich kann es wieder ausmachen. So, und vielleicht hier noch ein bisschen runter. Und jetzt können wir auch schon unseren Kreis, den wir uns hier geschaffen haben, selber ausgeschnitten, können wir auch schon auswählen und dann nach innen ziehen mit E. So, also ganz ehrlich, okay, ein bisschen, es ist schon ein bisschen eiförmig, ja okay, ich gebe es zu. Kann man natürlich auch noch jetzt hier ein bisschen anpassen, wenn es einem gar nicht gefällt. Die Eiförmigkeit vielleicht ein wenig reduzieren. Aber gut, das passt schon. Ziehen wir also mal vielleicht diesen Arm ein wenig nach hinten, dass wir Platz bekommen. So, und jetzt fügen wir ein Plane ein mit Shift A. Es geht wirklich sehr oft um Planes hier. Mit 7 in die Ansicht von oben. Und dann natürlich in den Edit Mode wieder. Und jetzt schauen wir, dass wir so ein bisschen seitlich den Schattenriss von dieser Hand modellieren. Also, das muss erstmal ein bisschen breiter hier mit SX. Jetzt muss ich schauen auf meine Vorlage natürlich. Dann müssen wir vielleicht wieder in den Edge Selection Modus. Und das Ganze hier rausziehen mit EX. So. Und dann nehmen wir mal diesen Punkt hier und ziehen mit Doppel-G nach oben. Finde ich sehr praktisch. Doppel-G solltet ihr auf jeden Fall auch öfters benutzen. Dann machen wir hier einen Loop-Cut rein. Doppel-G wieder. So. Und dann würde ich das noch nach hinten ziehen. Auch nochmal mit Doppel-G. Und dann hier wieder rausziehen mit E. Und dann einfach so nach Gefühl irgendwie. So, und S, um das Ganze ein bisschen zu verkleinern, R, um das Ganze zu rotieren. Und jetzt brauchen wir für die Rundung hier hinten noch ein paar Loop-Cuts. Steuerung R, ihr kennt es ja, zack und zack, so vielleicht, dass wir hier eine schöne Rundung reinkriegen. Mit Proportion Editing natürlich wieder so und so. Und damit es noch ein bisschen ähnlicher aussieht wie das Original, will ich hier das Ganze noch ein bisschen reinziehen. So irgendwie, irgendwie so. Ich glaube, so passt schon ganz gut. Dann können wir es jetzt nach oben ziehen mit A, E, I, O, U. Und dann Face Selection Modus. Und jetzt nur diesen vorderen Teil der Hand auswählen. Also einfach so. Und nach oben ziehen, E. Damit hier Platz eben für dieses Gelenk ist. Und jetzt können wir auch gleich schon Mirror Modifier draufpacken. Dafür würde ich das Ganze aber auch erstmal noch ein bisschen nach unten schieben. So. Mirror Modifier, Mirror. Und Z-Mirror wieder, brauchen wir X, schalten wir wieder aus. Das sieht doch nach einer ganz ordentlichen Hand aus, würde ich sagen. Vielleicht noch ein bisschen näher zusammen. So. Und jetzt können wir das ganze Ding auch schon positionieren. Tab und R und nee, Steuerung geht jetzt gar nicht. Ich würde hier nochmal kurz switchen auf Increment, damit wir jetzt, wenn wir R Steuerung drücken, damit das Ganze auch snappt, wie wir das haben wollen. Das ist jetzt hier eine rechte Hand geworden. Wir brauchen aber eigentlich eine linke, Mist. Dann will ich das Ganze einfach nochmal drehen. So, R-Steuerung wieder.
Und jetzt das Ganze nach hinten ziehen. Auch mit Steuerung können wir das wieder snappen lassen. Wenn wir es unbedingt wollen, wir können es aber auch einfach so platzieren mit G. So, jetzt haben wir unsere Hand. Finde ich von der Größe sogar eigentlich auch schon erstaunlich passend. Jetzt brauchen wir aber noch so eine Art Handgelenk hier dazwischen, um das Ganze zu verbinden. Das wäre, glaube ich, noch wichtig. Und weil es uns davor schon immer so viel Freude bereitet hat, werden wir mal wieder einen Zylinder einfügen mit Shift-A, Mesh, Zylinder. Und jetzt brauchen wir eigentlich nicht so viele Vertices. Das Handgelenk soll jetzt nicht so groß werden. Also beschränken wir uns mal vielleicht auf, ja, 24 vielleicht. Sollte immer noch natürlich eine gerade Anzahl sein. Und auf den werden wir uns jetzt wieder fokussieren mit zweimal Numpad geteilt. Dann gehen wir jetzt in den Edit Mode. Und jetzt werden wir ein paar einfache Operationen machen. Also zuerst mal, dieses N-Gon hier oben ist natürlich wieder schrecklich. Werden wir gleich löschen. Eigentlich hätten wir den Zylinder uns auch gleich ohne N-Gon oben holen können. Weil wir machen jetzt wieder den Klassiker, den Grid-Fill. Grid-Fill wirklich eine sehr, 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 sehr entspannte Sache. Grid-Fill. Und jetzt würde ich die Span so ändern, dass das ungefähr gerade hier durchgeht. Ja, ich glaube, so ist das ganz gut. Das ist jetzt nämlich gleich wichtig. Die Unterseite werde ich auch mal Grid fillen. Der Sauberkeit halber natürlich ist wichtig. Alt Grid fill. Hier ist es aber jetzt nicht so wichtig, wie hier irgendwas ausgerichtet ist. So, das passt schon. So, und jetzt machen wir Folgendes. Gehen auf die Ansicht von oben. Wählen hier, na, drei. Wählen hier die oberen Faces aus. Sehr gut. E, um sie nach oben zu ziehen. Aber nicht so weit nach oben zu ziehen. Und jetzt Proportional Editing an und Sphere. Und jetzt würde ich gerne wieder in den Vertex Selection Modus und das Ganze nach oben ziehen. Ah, aber da kommt schon wieder das untere mit. Das ist natürlich blöd. Das müssen wir aber kurz verhindern, indem wir hier alles hiden, was wir nicht nach oben ziehen wollen. Toggle X-Ray, den unteren Teil kurz auswählen, H. Und jetzt haben wir nur noch diesen oberen Teil und jetzt können wir den nach Belieben mit Proportional Editing verändern. Ja, vielleicht so. Soll schon relativ rund sein, würde ich sagen. Alt-H. Doch, sieht rund aus. Ist gut. Muss ja auch gar nicht so detailliert sein. Ist ja nur das Handgelenk. So, passt. Sieht gut aus. Raus aus dem Edit Mode. Wieder in den Object Mode. Wieder alles fokussieren. Und dann schauen wir mal, wie wir das Handgelenk hier einbauen können. Ich glaube, wir werden jetzt mal hier mit Shift diese drei Objekte auswählen, dann Numpad geteilt, um nur die drei Objekte zu fokussieren. Und jetzt werden wir das Ganze hier platzieren. G, Y und R, Steuerung. So, wie ist es denn im Bild? S, um das Ganze ein bisschen kleiner zu machen. Ja, die Hand muss jetzt ein bisschen nach vorne noch. G, Y und das Handgelenk muss noch ein bisschen besser hier platziert, weil ich glaube, hier ist das Gimbal auch wirklich gar nicht so schlecht, weil wir hier die Operation noch ein bisschen schneller, ein bisschen intuitiver machen können. Und dann können wir das Ganze hier reinziehen und vielleicht noch ein bisschen rotieren. Also muss auf jeden Fall, glaube ich, um 90 Grad rotiert werden. Ja, so rum, wenn man dem Bild vertraut. Ja, ich glaube, das sieht schon mal ganz gut aus. Und natürlich wichtig, müssen wir auch mal wieder machen. Alles smooth machen natürlich. Kann man natürlich immer, wenn man will, machen. Aber ich habe jetzt bestimmt, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um alles smooth zu machen. So smooth, smooth. Ja, hier ist wieder so eine kleine Kante. Man kann natürlich immer den Smooth-Regler ein bisschen höher drehen. So, damit die Kanten weggehen. Sehr gut. Und auch hier ist das natürlich immer eine Option. Smooth, smooth, smooth. Boah, muss man da weit drehen. Boah. Okay, aber jetzt sieht das Ganze weich aus, trotz wenig Geometrie. So ist das super. So, und offensichtlich fehlt hier ja noch ein Stück. Darum werden wir uns jetzt kümmern. Und da man sich ja beim Modellieren immer alles möglichst einfach machen sollte, weil warum auch nicht, wie soll man sonst effizient arbeiten, werden wir es dafür nicht von Null anfangen mit einem Plane, sondern wir werden uns einfach von hier ein Stück kopieren, was schon so ähnlich aussieht wie das, was wir jetzt machen wollen. Also nochmal in den Edit Mode und jetzt gehen wir mit 1 wahrscheinlich, ne, mit 3 auf die Ansicht von der Seite und Face Selection Modus X-Ray und wir kopieren uns jetzt einfach dieses Stück hier. Vielleicht bis hier sogar. Ich glaube, bis hier könnte es uns was helfen. Und jetzt können wir uns das Ganze einfach nehmen, indem wir Shift-D drücken. P, um das Ganze zu separieren. Separate Selection. Und jetzt haben wir hier schon unser neues Objekt, sage ich mal.
dass wir jetzt hier so rumbewegen können. Ich will es aber tatsächlich genau an der Position behalten. Deshalb will ich jetzt einfach nochmal in den Edit-Mode gehen. Jetzt sind wir im Edit-Mode von unserem neuen Objekt und können das Ganze jetzt mit A auswählen. Wir gehen zu den Modifiern, machen die Clipping an und schieben das Ganze so ein bisschen nach unten. Und beziehungsweise SZ wäre hier, glaube ich, auch noch ganz gut. Und dann wieder GZ. So, und jetzt drehen wir das Ganze einmal um. 7 für die Ansicht von oben. R, Steuerung, um das Ganze umzudrehen. Dann G, Steuerung, um das Ganze schön nach hinten zu schieben. Und ja, jetzt haben wir schon mal wirklich dieses Handgelenk so ungefähr. Was mir auch noch nicht so ganz gefällt, ist, dass diese Kante hier durch das Proportional Editing, was wir hier eben gemacht haben, so leicht ungerade ist. Das stört zwar nur minimal, aber es ist schon irgendwie unsatisfying, deshalb werden wir das nochmal kurz gerade machen mit 7. Wir werden die Vertices hier auswählen und werden die entsprechend gerade machen mit SY0. So, und jetzt werden wir nochmal den äußeren Loop auswählen mit Steuerung. So. Ansicht von der Seite mit 3 und E, um das Ganze nach hinten zu ziehen. E, Y am besten. So. Und jetzt müssen wir, glaube ich, gleich unseren Mirror Modifier applyen, weil das wollen wir hier eigentlich nicht mehr gespiegelt haben. Muss man im Object Mode sein und dann Apply. Und jetzt können wir wieder unser Model uns anschauen. Achso, wir hatten das hier noch nicht gefüllt. Ist ja auch egal, wir können ja einfach schnell einen Grid Fill machen. Perfekt. Und jetzt können wir wieder kurz aus dem X-Ray rausgehen. Dann diese Kante hier auswählen, mit Steuerung bis nach unten ziehen und dann Face Selection Modus 3, um diese ganzen Faces hier auszuwählen. Und natürlich C, wichtig. Und dann E, Y und das Ganze nach hinten ziehen. Und jetzt haben wir unser Handgelenk fertig. Naja, obwohl, mal kurz Steuerung Z, um das Ganze hier wieder auszuwählen. Wieder ein bisschen zurück. Wir können es nämlich noch rund machen. Rund machen immer schön. Dann würde ich einfach mal im Edge Selection Modus diese beiden Edges hier auswählen. Dann hier Proportional Editing, Kreis ist eh noch an. Und das Ganze nach hinten ziehen. So ist sehr schön rund. Das sieht doch gut aus. So lassen wir es jetzt auch erstmal. Und damit würde ich sagen, ist der Arm fertig. Natürlich am Ende die obligatorischen Aufräumarbeiten müssen noch gemacht werden. Also erstmal alles benennen. Würde ich euch auch sehr ans Herz legen, wenn ihr in eurer Szene irgendwas wiederfinden wollt. Also das hier ist die Hand. Ich benutze schon wieder hier den Outliner. Ich kann es ja auch einfach mit F2 machen. Das hier ist Hand, Gelenk, 1. Und das ist Hand, Gelenk, 2. Und das hier ist Arm. Und jetzt würde ich einfach mal alles an den Arm parenten. Beziehungsweise ist es, glaube ich, jetzt hier schlau, so eine Art Parent-Kette zu machen. Wie ich das meine, zeige ich euch jetzt. Also hier die Hand würde ich einfach parenten hier an das Handgelenk. Steuerung P, Object. Und dann würde ich das Handgelenk 1, würde ich hier parenten an das Handgelenk 2. Steuerung P, Object. Und das hier würde ich dann wieder parenten an den Arm. Steuerung P, Object. Hat einfach den Vorteil, jetzt kann ich alles individuell bewegen. Also ich kann den Arm jetzt hier bewegen. Und ich kann dann hier das Handgelenk bewegen. Und dann auch wieder individuell die Hand. Wenn ich jetzt hier in den lokalen Modus, die Orientation Local gehe, dann kann ich auch die Hand individuell bewegen. Wir machen es natürlich alles wieder rückgängig. So. Denn das Ganze posieren, das können wir dann später machen, wenn wir fertig sind. Jetzt haben wir erstmal noch ein bisschen Arbeit vor uns. Aber man muss ja auch sagen, wir sind eigentlich schon auf der Zielgeraden hier. Numpad geteilt, mal wieder. Und jetzt nehmen wir uns den ganzen Arm und schieben ihn an die richtige Stelle. 7 für die Ansicht von oben. Der Arm ist noch ein bisschen groß, das können wir auch noch gleich ändern. G, so, 1, G. Ja, es ist deutlich, deutlich zu groß, der Arm. Sieht aber auch lustig aus, irgendwie so an der Stelle. Nehmen wir mal wieder unser gutes Gimbal. Hier ist eine ganz gute Stelle, um ihn zu platzieren. Wir werden das Ganze jetzt tatsächlich scalen. Im Object Mode scalen ist immer so eine Sache, sollte man eigentlich vermeiden, aber ganz ehrlich, es funktioniert ja. Es ist nicht dumm, wenn es funktioniert, würde ich einfach mal an der Stelle sagen. So, und jetzt haben wir hier den Arm. Das sieht doch ganz solide aus, mir fällt aber gerade auf, das hier ist im Original irgendwie deutlich länger, dieses Armteil. Also werden wir es gleich auch nochmal ein bisschen länger machen, bevor wir es vergessen. Also 7, X-Ray, dann einfach die unteren Punkte hier auswählen, die wir nach unten ziehen wollen. Und dann ziehen wir es auch einfach noch mal ein bisschen weiter.
sodass es ein bisschen mehr wie im Original aussieht, vielleicht so. Und dann Object Mode wieder, X-Ray aus und den ganzen Rest, den müssen wir natürlich hier auch dann wieder nach vorne ziehen, so. Ja, und ich finde, jetzt sieht das schon ein bisschen mehr wie im Original aus, sehr gut. Es fehlen jetzt nur noch die Augen, das kriegen wir doch auch noch hin. Ich würde aber vorschlagen, dass wir uns hier jetzt tatsächlich mal ein Vorlagebild in Blender auch reinziehen. Davor hatte ich das Gefühl, konnte man es auch immer ganz gut so abschätzen. Aber ich glaube, bei den Augen ist es jetzt schon relativ wichtig, dass wir die Proportion richtig hinkriegen. Und deshalb würde ich jetzt hier einfach aus meinem Ordner ein Bild reinziehen namens Wall-E Augen. Vielleicht verlinke ich euch das dann auch in der Videobeschreibung, dass ihr das auch nachmachen könnt. Das wurde jetzt einfach hier als Referenzbild eingefügt. Ich will es jetzt einfach mal ein bisschen größer machen mit S natürlich, wie man es kennt. So, wie groß müssen denn diese Augen sein? Die müssen schon echt relativ groß sein, würde ich sagen. Also vor allem, wenn ich mir hier nochmal das Bild anschaue. Die Augen sind wirklich relativ groß. Ich glaube, es ist auf jeden Fall größer als das hier. Doch, ich glaube, ich meine, wir können sie auch noch wieder kleiner machen, aber ich glaube, so würde es schon funktionieren. So, dann schauen wir uns jetzt mal hier dieses Image an. Also Opacity würde ich ein bisschen runterdrehen, dass es ein bisschen transparent wird. Dafür würde ich aber hier bei Depth, würde ich Front auswählen, dass das Bild über allem drüber ist und dann die Opacity vielleicht doch noch ein bisschen runterstellen. So, und jetzt denke ich, können wir auch schon anfangen, die Augen zu machen. Dafür würde ich jetzt nämlich einen Kreis einfügen, nicht Curve, sondern Mesh, Circle. Der spawnt wieder da unten, wir ziehen ihn hoch. Und richten ihn richtig aus mit RX90, so, 1 für die Ansicht von vorne. Und jetzt werden wir unseren Kreis erstmal spiegeln mit dem Mirror Modifier Mirror. Und dann ziehen wir ihn hier zur Seite, nein, nicht im Object Mode, im Edit Mode, ziehen wir ihn zur Seite, so. Und jetzt werden wir ihn so ausrichten, dass er genau auf diesem Auge von Wall-E liegt mit S, so. So. Echt so. So ist eigentlich ganz gut. Und was wir jetzt machen ist F. Und dann kriegen wir jetzt hier so ein N-Gon. Und da fragt ihr euch sicherlich, warum? Wir wollen doch normalerweise keine N-Gons. Naja, wir brauchen das jetzt hier temporär. Denn was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist in den Face Selection Modus gehen und dann hier dieses Face in der Mitte auszuwählen, sodass es wirklich gehighlightet ist, dass es so hell leuchtet. Und jetzt das Ganze mit I zu insetten. Wenn es bei euch gar nicht geht, könnte vielleicht sein, dass ihr noch mit B Boundary ausmachen müsst. Also so geht es natürlich nicht, aber wenn ihr jetzt B drückt, dann geht es wieder. So. Jetzt sieht es ungefähr so aus. Und jetzt wollen wir das Ganze nochmal skalieren, dass der innere Kreis die Größe des Auges ausfüllt. Also A und dann S. Das sieht man jetzt wirklich nicht so gut, aber man kann es ungefähr erkennen. So soll es eigentlich passen. So, und jetzt kommt nämlich der Trick. Mit 2 gehen wir in den Edge Selection Modus mit Alt wählen wir die äußerste Kante aus, den äußersten Edge-Loop und dann machen wir Steuerung I, um die Auswahl zu invertieren und H, um dann die Auswahl auch entsprechend dann zu hiden, also zu verstecken. Und jetzt haben wir noch diesen äußeren Edge-Loop und den können wir jetzt so anpassen, dass er der Form, sag ich mal, dieses äußeren Randes der Augen, dieser Ferngläser oder was es sein soll, eben entspricht. Also wir machen Proportional Editing an und gehen hier auf Smooth und dann gehen wir auf den Vertex Selection Modus und mit G können wir das Ganze jetzt so ein bisschen in die richtige Richtung ziehen einfach. Wir müssen natürlich aufpassen, dass die Punkte auch möglichst noch ein bisschen gleichmäßig bleiben. Hier unten wird es ein bisschen schwierig, da haben wir jetzt auch relativ wenig Geometry, mit der wir da hier arbeiten können, aber wir können versuchen, das Beste daraus zu machen, so. Natürlich mit Mausrad kann auch wieder der Radius angepasst werden. So, dann ziehen wir das noch ein bisschen in die Richtung und so. Und hier passt es schon von der Kurve her sehr schön. Hier noch mit G etwas in die Ecke. So. Und jetzt können wir, glaube ich, auch Proportional Editing schon wieder ausmachen und die Feinheiten noch einfach nur mit G machen. So, dass das hier wirklich an dieser Kante sitzt. G, G, aha, aha, G, 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 so. Hier sieht es doch schon ganz gut aus. Hier nochmal ein bisschen G. Und ich glaube, das passt auch schon. Und wir können jetzt wieder Alt-H drücken. Und das ist eigentlich genau das Ergebnis, was wir haben wollen. Das Face in der Mitte kann man eigentlich gleich löschen. Ich würde aber davor noch das einfach mal kurz auswählen. Und dann nochmal I machen.
um hier ein bisschen mehr Geometry in den Augen nochmal zu bekommen. Da vielleicht auch nochmal so, vielleicht S noch ein bisschen kleiner, dann E, um das Ganze nach hinten zu kriegen. Und dann einfach löschen mit X, Faces und irgendwie der Zoom funktioniert gerade langsam. Wir resetten das Ganze mal, indem ich einfach mal hier drauf drücke und Komma drücke. So, und jetzt funktioniert es auch wieder besser. Ich weiß nicht, was da gerade bei mir los war. Komma fokussiert einfach immer genau das, was ihr gerade ausgewählt habt. Aber im Gegensatz zu geteilt wird eben nicht alles drumherum dann ausgeblendet. Also Komma auch immer ganz gut, ganz hilfreich. Wieder was gelernt, wa? So, 2 für den Edge Selection Mode. Alt-Klick, um diesen Ring hier auszuwählen. Und dann natürlich, wer hätte es gedacht, Grid Fill muss mal wieder ran. Sieht gut aus, würde ich sagen. Dann gehen wir in den Vertex Selection Modus, wählen den mittleren Punkt aus, wie wir es kennen. Dann Sphere beim Proportional Editing und dann wird das Ganze entsprechend, dem Bild entsprechend auch. Ah, wenn ich mir das Bild so anschaue, dann muss das Ganze wirklich noch ein bisschen weiter vor. Face Selection Modus und C. Wir wählen nochmal hier das Auge aus. So, jetzt habe ich ganz viel vom Rand ausgewählt. Strg Z. Gut, wenn das hier nicht geht. Ja, gut, doch geht. So, und dann ziehen wir das Ganze doch nochmal nach vorne. Miss Proportional Editing ist noch an. So. So vielleicht. Ich glaube, doch, das sieht sehr volley-mäßig aus. Das ist doch super. Jetzt gehen wir nochmal auf den Rand. Natürlich mit 2. Und zack. Und Alt wieder. Und 1 für die Ansicht von vorne. Und dann extruden wir das Ganze mit E, drücken aber direkt Linksklick, um das Ganze zu akzeptieren. Jetzt sieht man nicht wirklich, was es gebracht hat, aber wenn wir jetzt S drücken, dann haben wir nochmal so einen äußeren Rand hier. Und ich sehe gerade irgendwie, das hier ist noch nicht so gerade und das triggert mich noch so ein bisschen. Also G, um das Ganze gerade zu machen, sehr gut. Und den äußeren Rand können wir jetzt hier auch auswählen mit 3 und Alt und... Hallo? Nein, nicht den. Halt, stopp. Okay, man kann den äußeren Rand leider doch nicht so einfach auswählen. Schade. Dann muss ich das halt mit Steuerung machen. So, Steuerung, Steuerung, Steuerung. Zack, zack, zack. Und jetzt extruden wir das Ganze nach vorne. Wie im Original. So. Und nach hinten muss es natürlich auch noch extruded werden. Da gehen wir mal wieder in den Edge Selection Modus. Und hier geht es jetzt aber mit der Kantenauswahl gut, damit ich beruhigt. Also nochmal. Alt und nur diese Kante auswählen und mit E dann nach hinten raus und Y, damit das Ganze auf der Y-Achse bleibt. So, und hier hinten würde ich dann auch einfach einen ganz normalen Grid-Fill reinmachen, also Face, Grid-Fill, der sieht gut aus, den nehmen wir. Und jetzt geht es natürlich hier hinten noch ein bisschen weiter bei den Augen, also X-Ray nochmal aus, nee, warte, war auch schon sogar aus. Ach so, das ist wegen diesem Bild, was wir noch im Vordergrund haben. Gut, ich glaube, das Bild im Vordergrund, das hat jetzt seinen Dienst getan. Das können wir jetzt mal kurz ausblenden. Und jetzt können wir hier hinten weitermachen, ohne dass das Bild im Vordergrund stört. Und jetzt würde ich nochmal in den Face Selection Modus gehen. Und hier hinten einfach so ein bisschen was auswählen, was wir dann nach hinten nochmal extruden können. Ist jetzt nicht 100% detailgetreu, aber... von weit weg sieht man es nicht. Gut, und dann würde ich vielleicht diese Edge hier nochmal dem Original entsprechend so ein bisschen reinziehen. Irgendwie so. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. So, und fertig sind die Augen, würde ich sagen. Doch. Hier vielleicht könnte man hier noch ein bisschen was ändern. Wieder der Perfektionismus schlägt hier wieder an. Diese Kante würde ich mal kurz noch mit Smooth Proportional Editing ein wenig verziehen. So. Ja, ich glaube, das passt. Und jetzt gehen wir auch schon wieder in den Object Mode und gehen auf Shade Smooth und Auto Smooth. Und jetzt ziehen wir das Ganze an seine Destination hier vorne und ein bisschen nach unten. Na, ein bisschen nach oben. So. Und jetzt fehlt eigentlich auch nur noch der Hals. Natürlich, nachdem wir das hier benannt haben, das sind natürlich die Augen. Und für besagten Hals nehmen wir uns wieder einen Zylinder. Ihr kennt es, ihr solltet jetzt ja auch schon gewohnt sein.
1 für die Ansicht von vorn, obwohl wir, glaube ich, auch noch davor hier vielleicht die Vertices etwas runterschrauben. Der muss jetzt wirklich nicht so hochauflösend sein. Wir brauchen jetzt auch keine unnötige Geometry. So, dann werden wir mal diesen Zylinder nach oben ziehen, Edit Mode kleiner machen. Schauen wir uns mal genauer an, hier in der fokussierten Ansicht. Und dann werde ich mal mit Alt diesen oberen Edge Loop auswählen. Ctrl B, um das Ganze zu beveln. Mausrad vielleicht etwas bewegen für ein wenig mehr Weichheit hier. Dann das mittlere Face auswählen, 3 mittleres Face. I, um das Ganze zu insetten. Und dann E, um das Ganze runterzuziehen. Face löschen mit X Faces. Und dann 2 und den inneren Edge Loop wieder auswählen. Ihr kennt das Spiel, Face, Grid Fill, zack, fertig. Und jetzt haben wir auch schon, na gut, hier unten haben wir noch einen N-Gon. Können wir mal auch wieder wegmachen. Jetzt haben wir eigentlich auch schon den unteren Teil vom Hals fertig. So, Face, Grid Fill. So, wir gehen aus der fokussierten Ansicht raus und platzieren jetzt dieses Objekt im Object Mode. R, das ist so ein bisschen hier angewinkelt. G. Ja, okay, das könnte fast noch ein bisschen länger sein, fällt mir hier fast gerade auf. Ja, wir können ja einfach hier nochmal dieses Face runterziehen. Da wir es jetzt schon gedreht haben, müssen wir jetzt Orientation hier oben auf Local kurz setzen. Und jetzt können wir das Ganze auch wieder gewohnt nach unten ziehen. So, irgendwie so. Und dann Default hier wieder, bevor wir es vergessen. Und dann wieder in den Object Mode. Als nächstes brauchen wir wieder einen Zylinder. Wir brauchen echt viele Zylinder heute. Und ja, 24 reicht auch mal wieder an Vertices mit 1 auf die Ansicht von vorne. Das Ganze ziehen wir nach oben, wie man es kennt. Tab für den Edit Mode, R, Steuerung. Und dann drehen wir das Ganze S, um es kleiner zu machen. Und dann brauchen wir wieder mal einen Mirror Modifier. Add Modifier, Mirror, X-Mirror passt. Wir ziehen das Ganze auseinander. Hier dieses Face, was sich hier bildet, natürlich muss das wieder gelöscht werden. Das ist unnötig. X, Faces, A, um alles auszuwählen, 1 für die Ansicht von vorne. Und wir ziehen alles wieder zusammen. Ihr merkt, meine Geschwindigkeit hat sich jetzt ein bisschen erhöht, weil das ganze Zeug, was ich hier mache, das haben wir eigentlich auch schon gemacht. Also theoretisch müsst ihr das ja eh wissen, wie das jetzt funktioniert. So, jetzt können wir es vielleicht gleich an die richtige Position ziehen. 3 für die Ansicht von der Seite und G. Und ich sehe schon die Augen. Irgendwas ist jetzt von den Proportionen her nicht ganz richtig. Ich glaube, dieser Zylinder muss erstmal noch ein bisschen kleiner. Also S und dann wieder vielleicht ein bisschen zur Seite. Aber ich glaube, die Augen habe ich doch auch ein bisschen zu niedrig platziert und die müssen wir jetzt vielleicht wieder ein bisschen anpassen, sodass hier überhaupt noch Platz ist für das Oberteil vom Hals. Gut, gehen wir wieder auf diesen Zylinder und machen hier weiter. Gut, man sieht hier irgendwie wieder wenig, deshalb Fokus. Und jetzt wählen wir, beziehungsweise jetzt machen wir erstmal hier einen Edge Loop rein, so. Wählen dann, gehen auf Modus Nummer 3, wählen dann hier diese Faces hier aus, so ungefähr bis hier. Gehen mit 3 auf die Ansicht von der Seite, E, Z, um das Ganze nach oben zu ziehen. Ich habe Z gesagt, so Z. Und jetzt ist das Ganze nach oben gezogen. Muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, wir machen SZ0 und gehen dann hier mit 1 auf den Vertex Selection Modus, machen den Proportional Editing an und gehen mal auf Linear. Und das war schlecht. Wir gehen davor auf X-Ray, wählen dann hier beide Vertices aus, damit wir hier diese ganze Kante ausgewählt haben. Und jetzt können wir es nochmal versuchen runterzuziehen. So. Und auch vielleicht ein bisschen nach hinten. So. Und ich glaube, hier muss noch ein Edge Loop rein. Und dann muss das hier, die beiden hier müssen nach vorne gezogen werden nochmal. Ich glaube, da mache ich mal hier das Select Lasso an, weil so kann ich jetzt genauer diese Vertices auswählen. Und jetzt auch entsprechend verschieben nach vorne. So. Genau, die hier hinten müssen wieder rausgezogen werden. Doch, passt alles an, nur ich will halt die hier nicht haben. Deshalb drücke ich mal kurz drauf mit Shift-Klick und jetzt ist sie nicht mehr ausgewählt. Und dann E, um das Ganze entsprechend nach
hinten zu ziehen. Dieser Punkt wird nach unten gezogen, Doppel-G. Proportional Editing brauchen wir eigentlich gerade nicht mehr. Und jetzt wird das Ganze hier noch, auch nochmal nach hinten gezogen mit E. So, und das hier, das ist so ein bisschen so plateaumäßig, das muss dann nach oben, beziehungsweise eigentlich muss die ganze Seite hier nach oben. Deshalb werde ich nochmal Folgendes machen. Es war jetzt ein bisschen blöd, dass ich das schon davor gemacht habe, dass ich das hier, dass ich das hier schon ein bisschen angeschrägt habe. Das muss ich jetzt eben nochmal machen. Also wähle ich mal alles hier, was nicht dazu gehört, aus. Und H, um das Ganze zu hiden. Dann hier, irgendwie komme ich mit dem Lasso nicht so recht so. Dann SZ0, um das Ganze wieder flach zu machen. Da wird das Ganze jetzt nochmal hier hochgezogen. Proportion Editing geht nochmal an, GZ. Und jetzt geht es nach oben. Alt-H, um zu schauen, wie das Ganze jetzt aussieht. Das sieht doch ganz stabil aus, würde ich sagen. Für den perfekten Look muss aber noch diese Edge hier reingezogen werden. G, also Doppel-G, um die Edge reinzuziehen. So, jetzt sieht es aus wie im Original. Das ist doch super. Hier muss noch ein Loop Cut rein. So. Der muss auch nochmal ausgewählter werden. X-Ray dafür am besten wieder aus. Und mit Steuerung wählen wir jetzt hier diese gesamte Linie vielleicht bis hier aus. Doppel-G, um sie zu verschieben. Obwohl, ich glaube, davor kommt hier nochmal ein Loop-Cut rein. Also so, Loop-Cut, zack. Und jetzt wählen wir hier diese ganze Edge aus. Mit Steuerung G, Doppel-G natürlich. Ziehen wir sie zur Seite. So ungefähr. Und jetzt gehen wir wieder hier auf den Face-Selection-Modus. Und E. Und das Ganze geht wieder nach unten. Und wir müssen aufpassen, dass hier nichts overlappt. Hier hinten overlappt schon wieder alles. Proportional Editing nochmal aus. Das ist natürlich schlecht. Wir können es mal im X-Ray anschauen. Sowas sollte natürlich nicht passieren, dass hier irgendwie die Geometry ineinander hängt. Sieht auch natürlich blöd aus. Also 2 für den Edge Selection Modus. Und diese Edge wird jetzt mit Doppel-G nach innen gezogen, dass sie da nicht mehr so stört, dass sie jetzt an einer ordentlichen Stelle sitzt. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch für unten so ein Ding basteln, was hier noch nach unten rausgeht, damit es verbunden wird mit diesem unteren Zylinder. Wie ich das meine, zeige ich euch jetzt. Wir gehen nochmal, schauen uns nochmal alles an, mit NumPad geteilt. Und jetzt würde ich hier unten noch was rausziehen, einfach sporadisch. Das müssen wir jetzt auch, glaube ich, nicht rund machen. Das ist jetzt Aufwand, den man letztendlich dann eh nicht so wirklich sieht, also nur damit man hier sieht, dass was verbunden ist, würde ich jetzt einfach nochmal mit E was rausziehen, so, ja, so ungefähr, vielleicht nochmal hier mit dem Gizmo und dann auf Local und ich meine Normal und dann, zack, können wir das noch ein bisschen weiter da reinziehen. Sieht jetzt noch nicht so bombastisch aus, deshalb würde ich vorschlagen, doch nochmal hier in Edge Selection Modus zu gehen und diese Edge hier mit Doppel-G nach innen zu ziehen und diese auch noch nach innen zu ziehen. Und schon hat das auch so ein bisschen den Anschein, als wäre das tatsächlich rund. Das ist auch super. Ich glaube, diese Edge hier sollte auch noch ein bisschen mit Doppel-G nach innen gezogen werden. Genauso wie die hier. Ich meine nur die. So, Doppel-G. Und dann sieht das ein bisschen dynamischer aus hier an der Stelle. Und schon haben wir dieses Halsstück auch schon fertig. Und es fehlt jetzt nur noch das Stück, was jetzt eben hier die Augen mit diesem Halsstück verbindet. Gehen wir wieder in den Object Mode. Das hier wird natürlich smooth geshaded, keine Frage. Shade Smooth und Auto Smooth. Und ja, das sieht doch gut aus. Nur irgendwie diese Ecke ist irgendwie ein bisschen weit vorne. Nur diese Ecke stört mich gerade. GY. Und, es ist hier nicht mehr so weit vorne. Dafür ist dann die hier weit vorne. Nein, ich wollte GY. So, jetzt ist sie nicht mehr so weit vorne. Gut, jetzt stört sie mich nicht mehr. Alles gut. Wir brauchen jetzt noch dieses Verbindungsstück. Und das sieht man auch tatsächlich ziemlich schlecht, muss man sagen, auf meinem Referenzbild. Deshalb können wir das auch gar nicht so genau machen. Wollen wir auch gar nicht. Wir brauchen einen Cube. Cube, G, Z. Und Edit Mode, S. GZ, S und X-Ray und wir ziehen das Ganze hier nach oben, EZ, dann S, Y, nee, es war nicht Y, es war X, ups, es war S, X,
Ich komme da ziemlich oft durcheinander irgendwie. Und jetzt müssen wir das hier noch rund machen mit der klassischen Taktik. Einfach ein paar Loopcuts rein und dann hier unten die unterste Kante auswählen. Proportion Editing an. Wir brauchen Sharp, glaube ich. Und dann SX. So. So, vielleicht noch ein bisschen nach unten. So. Irgendwie so sieht das doch gut aus. Ansicht von der Seite mit 3 S. Nein. A. S. X. Mist, jetzt war es Y. S. Y. So. Dann G. Y. Und jetzt sieht es doch schon ganz gut aus. Wir gehen wieder aus dem X-Ray raus. Machen dann hier noch ein paar Loopcuts rein, beziehungsweise genau eine, der ungefähr, glaube ich, dann hier so ist. Sind die Augen da tatsächlich im Weg, deshalb werde ich die Augen hier mal im Outliner kurz ausmachen. Und ja, hier ungefähr und dann Steuerung B mit dem Mausrad entfernen wir die unnötigen Loopcuts. Und ich glaube tatsächlich, dass die beiden hier sogar noch ein bisschen weiter nach hinten müssen. Also Shift-Alt und Shift-Alt. Das hat jetzt nicht geklappt. Also Shift-Alt nochmal. Shift-Alt. Mann, der wählt immer den falschen Loop aus. Okay, andere Taktik. 3 X-Ray. Zack. Nein. So. Und jetzt können wir das nach hinten ziehen. Ganz normal. Gar kein Problem. Und ist wieder X-Ray aus. Und jetzt können wir den Face-Selection-Modus wieder betätigen. Die drei Faces hier unten auswählen und dann nach unten ziehen. Ganz einfache Sache. Und wenn wir das Ganze noch ein bisschen symmetrischer haben wollen, können wir diese beiden Faces hier auswählen, natürlich mit Shift, nicht mit Steuerung. Und dann Proportional Editing erstmal aus. Und dann, natürlich wollte ich sagen, SY. Das ist ja schlimm, wie oft ich das verwechsel. So. So, jetzt haben wir hier unser unglaublich schönes äußeres Halsstück. Aber irgendwie nervt es mich schon, dass das hier so wenig reinpasst. Also das würde ja in Realität unglaublich locker sitzen. Also werden hier nochmal die äußeren Faces ausgewählt, um mit SX nach außen gescaled. So. Ah, es sieht immer noch sehr locker aus. Blöderweise kann ich das in meiner Vorlage auch irgendwie schlecht erkennen. Deshalb werden wir jetzt hier nochmal das Halsstück auch nochmal ein bisschen verkleinern. Und ich möchte dieses Halsstück ja in dem Sinne nur in der X-Richtung ein bisschen scalen. Problem ist, wenn ich jetzt A, S und dann X mache, dann passiert nicht wirklich der gewünschte Effekt, weil der Scale Origin dann hier ungefähr auf der Achse ist, aber ich möchte, dass der Scale Origin hier ungefähr auf der Achse ist. Also muss ich den Pivot verschieben und dafür muss ich erstmal den Cursor versetzen. Also ich will ja, dass der Cursor hier, ich gehe mal auf Edge Selection Modus, hier auf der Achse ist. Deshalb wähle ich mal hier diese Kante aus und dann gehe ich auf Shift S und dann Cursor to Selected und schon ist unser 3D Cursor hier am Start. Dann kann ich jetzt hier auf Punkt drücken. Und dann auf 3D Cursor. Jetzt ist nämlich der Pivot Point für die Transform Operations hier, auch beim Cursor. Seht ihr ja auch, hier dieser Gizmo ist jetzt auch hier am Start. Und jetzt kann ich praktisch A, S und X. Und jetzt scaled das richtig. So, und jetzt kann ich das ein bisschen kleiner machen. So, jetzt sieht es doch schon besser aus. Gut, passt. Das hier würde ich noch smooth machen, Shade Smooth. Auto Smooth und Alt H, damit die Augen wieder kommen. Mist, jetzt kommt das Empty auch wieder. Kann ich eigentlich löschen. Aber ich mach's, okay, ich mach's mal unsichtbar kurz. So, das hier wird auch noch smooth. Shade Smooth, Auto Smooth. Hier, wie ihr seht, der Gizmo bleibt auch weiter bei unserem 3D Cursor. Also, wir können den Pivot Point wieder zurücksetzen mit Punkt wieder und dann Bounding Box Center. Das ist eigentlich der Standard. Und jetzt können wir noch schauen, dass wir nirgendwo die Normals falsch haben, weil ich könnte wetten, dass wir irgendwo die Normals falsch haben. Also hier Face Orientation. Aha, bei den Augen sind also die Normals falsch. Das können wir schnell ändern. Tab, A, alle auswählen. F3, Flip und fertig. Schon haben wir die Normals geflippt und ich bin überrascht, an keiner anderen Stelle sind die Normals sonst noch falsch. Das ist doch ein voller Erfolg. Gut, und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch übrig, hier diese Teile, den Arm einmal zu spiegeln und auch die Ketten einmal zu spiegeln.
Davor möchte ich die ganzen Proportionen aber doch noch ein ganz kleines bisschen anpassen. Ein ganz kleines bisschen. Ich komme einfach nicht drum rum, weil es mir ist aufgefallen, der Arm muss ein bisschen kleiner, noch ein bisschen. Und ein bisschen weiter nach oben. Face Orientation können wir wieder ausschalten. Das ist so blau. Man sieht ja gar nichts. Und irgendwie so. Wenn man sich das Original anschaut, ja, da passt das schon eher so von der Größe her. Und ich glaube, die Ketten sind auch bei mir ein bisschen zu breit geraten. Deshalb werde ich im Edit-Mode diese Zahnräder auch noch ein wenig anpassen. Also Tab, A und dann schiebe ich dieses Zahnrad einfach ein bisschen nach innen. Oh, ich sehe, dieses Kettenglied ist auch wieder aufgetaucht. Das brauchen wir eigentlich nicht. Kettenglied wird wieder gehidet. Und jetzt können wir auch gleich diese Ketten hier eben S, X ein wenig schmaler wieder machen. Damit es einfach ein bisschen mehr wie eine Reference aussieht. So, gut. Am Ende hätte man zum Animieren eh einen Rig, was heißen würde, dass die ganzen Parents dann auch irgendwo egal wären. Deshalb würde ich jetzt sagen, parenten wir hier oben nichts. Was aber noch wichtig wäre, wäre die ganzen Sachen zu benennen. Da würde ich das hier erstmal nicht verschieben, würde ich das hier erstmal benennen. Und zwar Hals 1 und dann hier, das ist dann der Nacken, keine Ahnung. Und das hier ist Hals 2. So, fertig. Und jetzt fällt eine Sache noch irgendwie auf, und zwar müssen wir noch den Arm und die Ketten rüberspiegeln. Und nichts leichter als das. Wir nehmen uns einfach hier diesen Arm, wählen alles aus mit Shift. Eins für die Ansicht von vorne. Und ich meine, okay, theoretisch können wir es auch mit einem Mirror Modifier machen, aber dann wäre es natürlich sehr eingeschränkt, wie wir dann unsere Arme bewegen könnten. Das wäre dann ziemlich schwierig sogar. Deshalb würde ich vorstellen, dass wir uns einfach einen zweiten Arm machen. Also einfach mal alle Teile hier auswählen. So, zack, zack, zack. Mit Shift. Eins für die Ansicht von vorne. Shift D, um das Ganze zu kopieren. Und jetzt ziehen wir es rüber. Und dann müssen wir das Ganze eigentlich nur noch einmal spiegeln. Und das können wir in dem Fall machen, indem wir jetzt einfach Folgendes machen. S, X, minus 1. Jetzt ist alles gespiegelt. Die Normals sind aber jetzt auch wahrscheinlich falsch, nachdem wir das so gespiegelt haben. Nö, sind sie nicht. Ach so, na dann. Jetzt haben wir das hier ganz easy gespiegelt. Weil es jetzt aber noch ein bisschen blöd ist, dass hier beim Scale eine Minuszahl steht, das könnte später zu Komplikationen führen, würde ich vorschlagen, dass wir noch die Transforms applyen, also Steuerung A, apply. Ja, ich mache erstmal nur Scale. Ich glaube, Location möchte ich jetzt nicht applyen, aber Scale. Also Scale, Control A, Scale, Control A, Scale. So, perfekt. Und diese Kette müssen wir einfach nach dem gleichen Prinzip nochmal kopieren, damit wir nichts verlieren, auf dem Weg nochmal hier X-Ray anmachen. Und da sehe ich auch gerade, diese Rollen, die stehen hier noch ein bisschen zu weit nach hinten raus. Nee, das müssen wir nochmal kurz unterbinden. So, und hier auch. So, vielleicht sogar ein bisschen noch weiter. Noch. Weil, jetzt, wenn wir es jetzt gleich kopieren und dann sieht es blöd aus, dann ist es ja blöd. Dann müssen wir es an beiden Seiten nochmal fixen. Das ist aufwendig. So. Jetzt haben wir das gemacht. So, dann wählen wir hier alles aus. Was wir jetzt aber noch nicht ausgewählt haben, weil es ja noch versteckt ist, ist ja dieses Kettenglied hier, genau. Das war ja noch hidden, deshalb machen wir das mal wieder an. Und jetzt wählen wir nochmal alles aus, damit es auch mitkommt, das Kettenglied. Und dann machen wir wieder Shift, D, G, X. So. Hat geklappt. Und machen wir X-Ray wieder aus. Eins für die Ansicht von vorne. S, X, minus 1, um alles einmal zu spiegeln. Und jetzt kann man überall nochmal Steuerung A, Scale. Ich weiß gar nicht, kann man es auch bei mehreren Objekten gleichzeitig machen? Wir werden es rausfinden. Also, X-Ray. Und jetzt Steuerung A, Scale. Scheint funktioniert zu haben, glaube ich. Ich glaube, es hat funktioniert. Dann können wir wieder X-Ray ausschalten. Nochmal uns versichern, dass die Normals alle passen. Aha, sie passen also doch nicht mehr. Aha, okay. Das heißt, wir müssen jetzt kurz die Normals alle flippen. Aber das ist natürlich eine leichte Sache, weil wir können ja eh immer einfach F3 drücken und zack und zack und Edit Mode und F3, F3, zack und zack und zack, F3, ich bin nicht mehr so jetzt, zack, zack,
Zack. Zack. So, und das müssen wir hier auch nochmal machen. Genau, das lag jetzt daran, dass wir jetzt die Transforms applied haben. Und nachdem wir die applied haben, waren dann die Normals geflippt. Das war der Grund, warum sie noch nicht im Edit Mode geflippt waren, weil die Changes am Transform, die wir im Object Mode machen, die passieren ja nicht direkt gleich im Edit Mode. Und deshalb haben wir diese falschen Normals noch nicht im Edit Mode gesehen. So. Und er hier muss auch nochmal geändert werden. Und dann sind wir eigentlich durch. Natürlich noch A und 3 und Flip. So, jetzt ist alles schön blau, so wie wir es haben wollen. Und er wird wieder gehidet. Genauso wie er. Hallo, genau er. Ha. Und jetzt sind wir tatsächlich fertig mit unserem Wolle. Naja, jedenfalls wären wir fertig, wenn ich jetzt nicht noch die Augen ein bisschen größer machen wollen würde. Weil irgendwie hat mich gerade dieses Bedürfnis überkommen, die noch ein wenig größer zu machen. So. Und vielleicht noch ein bisschen nach unten zu verschieben. So, irgendwie. Ja. Irgendwie kommt mir das richtiger vor. So, aber wir könnten wahrscheinlich jetzt noch stundenlang irgendwelche kleinen Proportionen hier verbessern. Genauso wie wir auch die Rückseite vielleicht noch ein bisschen verbessern könnten, weil die hier noch im Moment ein wenig vernachlässigt wurde. Hier könnte man noch sehr aufwendig diese Müllschublade oder was auch immer der da hinten hat, modellieren. Aber die hat man jetzt auf meiner Reference auch nicht gesehen. Also finde ich das ziemlich legitim, dass ich die jetzt nicht modelliert habe. Ich würde jetzt auch sagen, wir packen ganz schnell ein paar Materials drauf, damit es bisschen besser aussieht einfach, weil was wäre denn Wolle, wenn er nicht gelb wäre? Also New Material Gelb, wir gehen auf die Material Preview, da machen wir so ein orangeliges Gelb, irgendwie auch möglichst relativ hell, das nenne ich mal einfach Gelb, dieses Material Geld, Gelb wollte ich, so, dieses Material Gelb ist jetzt schon mal ganz gut, aber wir brauchen hier noch einen weiteren Slot, New Material, wir gehen auf den Edit Mode. Und jetzt möchte ich noch ein paar Sachen hier einfach schwarz färben. Nämlich diese Sachen, die auch tatsächlich schwarz sind bei ihm. Das macht ja Sinn, würde ich an der Stelle sagen. So. Die Loop-Auswahl lässt mich mal wieder im Stich. Hallo. Okay, dann halt nicht. Dann zählt das wohl nicht als Loop. Dann tut es mir auch mal wieder leid. Materials, falls ihr euch dafür noch ein bisschen mehr interessiert, falls ihr noch ein bisschen komplexere Materials machen wollt, dann empfehle ich euch natürlich auch mein Materials Tutorial, was ich gemacht habe. Ist auch nochmal sehr ausführlich, geht auch glaube ich noch für die neueren Blender-Versionen, auch wenn es jetzt schon ein bisschen älter ist. Also solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. So, dieses Material nennen wir jetzt grau und es wird dann auch entsprechend grau. Und wir machen hier Assign und hier unten bräuchten wir auch nochmal das graue Material. Also wähle ich mal diese Faces hier ganz schnell aus. So, von unten schaut ja keiner, deshalb müssen wir uns da nicht so viel Mühe geben. So, zack, zack. Und ich glaube, vielleicht ist es sogar Zeit für einen Zeitraffer, ich weiß gar nicht, weil dieses Materials Assignen, das ist eigentlich eine relativ langweilige Sache. Ihr seht, man wählt einfach mal die Faces aus, wo man das neue Material hinhaben will und dann assignt man das halt. Also dann haben wir hier noch Silber. Das ist dann hier für diesen Teil hier vorne. So. Jetzt müssen wir es nur noch für die Arme machen. Hier haben wir ja zum Glück schon unser Gelb-Material. Das können wir hier einfach anwenden. Ich glaube, man kann sogar mehrere Sachen gleichzeitig auswählen und kann dann ein Material auswählen. Dann kann ich Ctrl-L Link Materials. Und Assign. Irgendwie, aber dieses Grau sieht ein bisschen blöd aus, wa? Dann brauchen wir wirklich so eine ganz dunkle Farbe. So. So, das ist unser Volley mit jetzt ganz, ganz, ganz sporadischen Materials. Nur damit man eben so ein bisschen mehr die Form erkennt. Ah, es triggert mich. Oh nein, ich habe ein einzelnes Face hier mit einem falschen Material belegt. Aua, aua, schnell, schnell, ändern. So, sehr gut.
Jetzt am Ende können wir noch unsere makellos saubere Geometrie hier bestaunen, indem wir einfach auf diesem Knopf bei Overlays auf Geometry Wireframe gehen. Und jetzt sehen wir hier, wow, sieht das schön aus. Überall viereckige Faces, nirgendwo Dreiecke. Ah, und da ist ein N-Gon, was ich vergessen habe wegzumachen. Und überall Vierecke, nirgendwo N-Gons, wie ich bereits erwähnt habe. Face, Gridfill. Jetzt aber wirklich keine N-Gons mehr. Wunderbar. Wenn ihr das Tutorial bis hierhin durchgezogen habt und jetzt auch auf ein ähnliches Ergebnis blicken könnt, dann wirklich größten Respekt. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt und lasst auch gerne ein Like da, wenn euch das Video helfen konnte. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.